Hallo und herzlich willkommen bei SOS Abschlussprüfung. Es geht heute in der dritten Ausgabe um Epikanalyse und Interpretation. Mein Name ist Michael Sommer und ich bin euer ganz persönliches Corona-Orakel. Das heißt, man kann mich alles fragen. Beantworten werde ich die Fragen, die irgendwas mit Deutschunterricht zu tun haben, die euch beim Deutsch-Abi, bei der Deutsch-Matura oder bei den Real- und Hauptschulabschlussprüfungen helfen. Und nicht nur ich. Bitte begrüßt mit mir im Chat unsere Experten Tobias Hübner aus Düsseldorf und Christian Rühle aus Weilheim in Oberbayern, beides gestandene Deutschlehrer, die auf jede Frage eine Antwort haben. Wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit der erzählenden Literatur, nachdem wir Lyrik und Drama in den vergangenen beiden Wochen abgegrast haben. Und es gilt wieder, das, was wir hier in Wort und Bild wiederholen, sind so die Basics. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann solltet ihr euch bitte nach Abi-Trainingsbüchern umschauen. Es gibt hier vom Stark Verlag eine ganze Menge unterschiedlicher Bücher zur Abi-Vorbereitung. Es gibt das von Reklam, es gibt das von Cornelsen. Das findet ihr auf Amazon beispielsweise. Und es gibt auch ganz tolle Online-Ressourcen, meine Güte. Es fängt ja schon gut an hier mit den Versprechern. Ich habe das in der Videobeschreibung des letzten Livestreams ausführlich erklärt. Das könnt ihr euch nochmal angucken. Okay, es geht um Epik. Was ist das eigentlich, Epik? Naja, das sind ganz grob gesagt Geschichten. Weder Gedichte, obwohl Epik früher in Versen geschrieben wurde, noch Theaterstücke, obwohl es manche Geschichten gibt, die ziemlich dramatisch daherkommen. Die zentrale Form der Epik ist heutzutage der Roman. Ja, kennt jeder. Man geht zum Bücherregal, Roman steht drauf, ja? Aber es gibt auch kürzere Formate, wie zum Beispiel Märchen, Novellen oder Kurzgeschichten. Die gehören auch zu dieser Gattung. Und mit einem kurzen Format fangen wir auch an. Und liebe Gemeinde, ihr werdet jetzt Zeugen einer Weltpremiere. Bisher haben meine Playmobil-Figuren und ich stets nur To-Go-Videos, also Inhaltsangaben, verfilmt. Jetzt aber seht ihr die Novelle Das Bettelweib von Locarno von Heinrich von Kleist in voller epischer Länge. Was deshalb geht, weil das Ding nur 4 Reklamseiten lang ist. Warum schauen und hören wir uns das an? Naja, weil es Prosa ist, ja, und wir es hinterher auseinandernehmen. Diese Novelle wird so ein bisschen das Rückgrat der heutigen Sendung bilden. Deswegen gibt es sie auch zum Download in der Videobeschreibung. Hier drunter findet ihr als erstes den Download-Link zu der Novelle. Den könnt ihr euch auch öffnen oder auch ausdrucken, wenn es geht. Und gleichzeitig starte ich jetzt mal die Playmobil-Version mit dem Kleistschen Originaltext dazu. Das Bettelweib von Locarno. Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Nein! Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst, auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hinter den Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz, dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter den Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg und Misswachs in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloss seiner schönen Lage wegen von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremden in dem oben erwähnten leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten in der Nacht verstört und bleich zu ihnen herunterkam, hoch und teuer versichernd, dass es in dem Zimmer spuke,
in dem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit vernehmlichen Schritten langsam und gebrechlich quer durch das Zimmer gegangen und hinter dem Ofen unter Stöhnen und Ächzen niedergesunken sei. Der Marchese, erschrocken, er wusste selbst nicht recht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus und sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht zu seiner Beruhigung mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Gefälligkeit, ihm zu erlauben, dass er auf einem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer übernachte. Und als der Morgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab. Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer ab. Dergestalt, dass, da sich unter seinem eigenen Hausgesinde befremdend und unbegreiflich das Gerücht erhob, dass es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloss, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er, bei Einbruch der Dämmerung, sein Bett in dem besagten Zimmer aufschlagen und erharrte, ohne zu schlafen, die Mitternacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat mit dem Schlage der Geisterstunde das unbegreifliche Geräusch wahrnahm. Es war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob, quer durch das Zimmer ging und hinter dem Ofen unter Geseufz und Geröchel niedersank. Die Marquise am anderen Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die Untersuchung abgelaufen. Und da er sich mit scheuen und ungewissen Blicken umsah und, nachdem er die Tür verriegelt, versicherte, dass es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe, so erschrak sie, wie sie in ihrem Leben nicht getan, und bat ihn, bevor er die Sache verlauten ließe, sie noch einmal in ihrer Gesellschaft einer kaltblütigen Prüfung zu unterwerfen. Sie hörten aber, samt einem treuen Bedienten, den sie mitgenommen hatten, in der Tat in der nächsten Nacht dasselbe unbegreifliche, gespensterartige Geräusch. Und nur der dringende Wunsch, das Schloss es koste, was es wolle, loszuwerden, vermochte sie, das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken und dem Vorfall irgendeine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdecken lassen würde, unterzuschieben. Am Abend des dritten Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Treppe zu dem fremden Zimmer bestiegen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette losgelassen hatte, vor der Tür desselben ein. Dergestalt, dass beide, ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwillkürlichen Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes, Lebendiges bei sich zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Ehepaar, zwei Lichter auf dem Tisch, die Marquise unausgezogen, der Marchese Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genommen hatte, neben sich, setzten sich gegen 11 Uhr jeder auf sein Bett. Und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor. Man hört das Stroh, das unter ihm rauscht. Und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund, hebt sich plötzlich die Ohren spitzend vom Boden empor und knurrend und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick stürzt die Marquise mit sträubenden Haaren aus dem Zimmer. Und während der Marquis den Degen ergriffen, wer da, ruft, und da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden nach allen Richtungen die Luft durchhaut, lässt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch einige Sachen zusammengepackt und aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloss ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen und dasselbe, überall mit Holz getäfelt, wie es war, an allen vier Ecken, müde seines Lebens, angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, den Unglücklichen zu retten. Er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen. Und noch jetzt liegen, von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte aufstehen heißen. Vielen Dank.
Ja, es ist schon ein bisschen eitel, da immer den Applaus am Ende einzuspielen, ne? Aber war schon ganz schön, finde ich. Also mit dem Kleistext natürlich. Fun Fact, das zum Battle Vibe von Locarno. Locarno hat auch zu Heinrich von Kleists Zeiten schon zur Schweiz gehört, nicht zu Italien, wie es zu Anfang des Textes heißt. So, was machen wir jetzt mit dieser Poltergeist-Geschichte? Der erste Schritt bei einer Auseinandersetzung mit erzählender Literatur ist immer eine Inhaltswiedergabe, eine Inhaltsangabe, ja, geraffte Wiedergabe des Inhalts, wobei ihr schon darauf achtet, wie der Text gebaut ist, also welche Sinnabschnitte es gibt, das Zauberwort. Kurze Predigteinlage. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Wenn ihr eine Epikanalyse in einer Deutscharbeit macht oder gar in einer Abschlussprüfung, dann will die korrigierende Person, die Lehrkraft, am Ende das Blatt sehen, auf dem Striche eingemalt sind. So zum Beispiel hier, so rote Striche da. Denn wann immer ihr eine Inhaltsangabe macht, dann müsst ihr den Originaltext in Sinnabschnitte einteilen. Nichts anderes mache ich, wenn ich meine Inhaltsangaben, meine To-Go-Versionen mache. Ja? Wer oder was ist ein Sinnabschnitt? Sinnabschnitte sind Gerüste zur Erstellung einer Inhaltsangabe. Ja, es gibt keine endgültige Festlegung, wo ein Sinnabschnitt endet und der nächste Sinnabschnitt anfängt, sondern es ist ein Hilfsmittel, um den Text zu gliedern, zu erschließen, beschreiben zu können. Also, wo hört ein Sinnabschnitt auf? Das kann zum Beispiel natürlich sein, wenn ein bestimmter Handlungsschritt abgeschlossen ist. Ja? Also, Dornröschen wird geboren, die Taufe findet statt, inklusive Fluch. Handlungsabschnitt, Jahre vergehen, es geht weiter. Das ist ein ganz klarer Fall für einen Sinnabschnitt. Oder es kann ein Situationswechsel sein, es kann ein Perspektivwechsel sein, beispielsweise. So, in Bezug auf das Battle Vibe könnte man jetzt folgende Einteilung vornehmen. Ich habe da mal was vorbereitet. Der erste Sinnabschnitt wäre so die Exposition, das wäre in eurem PDF Zeile 1 bis 11. Das ist also, bis die Bettlerin stirbt. Ja, Beschreibung des Schlosses, der Marchese kommt rein, Bettlerin soll sich verziehen aus der Ecke und stirbt. Das ist der erste Sinnabschnitt. Der zweite Sinnabschnitt ist dann, logischerweise fängt damit an, dass Zeit vergeht. Das ist ein deutlicher Handlungsabschnitt. Ne? Und der zweite Sinnabschnitt geht dann bis Zeile 26. Momentchen. Ich blende es ein. Ich habe es mal genannt, der Spuk beginnt. Ja, während im ersten Sinnabschnitt die wichtigsten Personen und ihr Problem dargestellt wird, nämlich die Bettlerin stirbt, erfahren wir jetzt eine steigende Handlung. Also das Problem verschärft sich, nämlich dadurch, dass die Bettlerin spukt. Ja, und außerdem hat der Marchese keine Kohle. Und das geht im Prinzip bis Zeile 26. Jetzt stellt sich heraus, das sind ja zwei Absätze. Tja. Ein Sinnabschnitt ist nicht immer, oder die Sinnabschnitte eines Textes sind nicht immer identisch mit Absätzen. Das ist ganz wichtig. Ja? Es ist banal zu sagen, aber man muss es mal betonen. Es kann sein, dass ein Sinnabschnitt über mehrere Absätze geht. Es kann sein, dass in einem Absatz mehrere Sinnabschnitte zu Hause sind, wie im Folgenden. Denn jetzt kommt nur noch ein einziger Absatz und der ist ziemlich lang. Und den teilen wir natürlich in mehrere Sinnabschnitte ein. Ich nenne den nächsten Sinnabschnitt mal Ghostbusters 1 bis 2. Also das sind die Selbstversuche dieses Marchese, wo er dann versucht herauszufinden, ob es da wirklich spukt. Das erste Mal ist er alleine da und berichtet seiner Frau am nächsten Morgen, nicht seiner nächsten Frau. Der zweite Selbstversuch ist derjenige, den er mit seiner Frau und dem Bediensteten unternimmt. Und da mache ich einen Cut und gehe zum nächsten Sinnabschnitt. Das könnte man auch anders einteilen. Ich mache es so. Ja? Den nenne ich Ruhe vor dem Sturm. Das ist nämlich die Vorbereitung für den letzten Auftritt des Geistes und geht bis Zeile 58. Und schließlich gibt es den letzten Sinnabschnitt, den ich passenderweise Katastrophe nenne. Der fängt damit an, dass der Geist zum letzten Mal auftritt, geht dann über dieses Wer da des Marchese, über die Flucht der Marquise und das Wüten des Marchese bis zu seinem Selbstmord und zum Ende. Und so endet das Ganze. So, jetzt haben wir diesen Text in 5 Abschnitte eingeteilt. Und wenn ich den jetzt zusammenfassen will, dann schreibe ich zu jedem dieser Sinnabschnitte 1 bis 3 Sätze. Und kann auf diese Weise schon mal sagen, was sind die Bausteine dieses Textes. Schön. Also, wir haben den Text eingeteilt. Und ich blende das mal wieder aus. Und was kann ich jetzt mit dieser Einteilung anfangen? Dazu zeige ich euch ein Video, das mein ehemaliger Praktikant Patrick Bäumel erstellt hat. Der beste Praktikant, den dieser YouTube-Kanal jemals hatte.
Und zwar über die Standardmöglichkeiten der Komposition eines Textes. Hoffentlich blende ich auch das Richtige ein. Hallo zusammen, ich will mit euch euer Wissen über den inneren Aufbau eines Textes auffrischen. Also es geht hier um die formale Struktur des Textes, nicht um die inhaltliche Geschichte. Die Struktur der Handlung verläuft im einfachsten Fall einfach linear. Das heißt, ein Ereignis folgt auf das nächste und es gibt keine größeren Abschweifungen, wie es zum Beispiel in einem Märchen der Fall ist. Die böse Hexe kommt, die Prinzessin schläft für 100 Jahre, der Ritter kommt und küsst sie wach, Ende. Dann gibt es eine mehrsträngige Handlung, das ist zum Beispiel so bei Maria Stuart von Schiller. Also wir haben verschiedene Handlungsebenen, verschiedene Handlungsfäden. Zum Beispiel wie bei Maria Stuart, dass eben der eine Handlungsstrang ist Maria Stuart und der andere ist Elizabeth. Und die treffen dann eben irgendwann aufeinander. Also die Handlungsfäden werden dann im Laufe der Geschichte irgendwann miteinander verwoben. Dann haben wir die Rahmenhandlung. Also es gibt eine Einheit, die die gesamte Geschichte umschließt. Wie es zum Beispiel bei How I Met Your Mother der Fall ist, dass Ted eben seinen Kindern erzählt, was vor mehreren Jahren passiert ist. Das ist die eigentliche Handlung und die Rahmenhandlung ist eben, dass Ted das seinen Kindern erzählt. Dann geht es um die um verschiedene technische Kunstgriffe, die gemacht werden, zum Beispiel die Montagetechnik. Die Montagetechnik bedeutet, dass der Text von unterschiedlichen Einheiten durchbrochen ist, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn ihr ein Lied plötzlich im Text findet oder ein Zitat oder einen Zeitungsausschnitt, dann seht ihr, okay, da ist die Montagetechnik angewandt. Dann gibt es die Rückblende. Rückblende, relativ klar, es wird was erzählt, was in der Vergangenheit passiert ist, also in der Vergangenheit der Handlung. Zum Beispiel, wenn sich der Protagonist an irgendwas erinnert oder etwas aus seiner Vergangenheit erzählt. Und als Gegenstück zur Rückblende gibt es dann eben die Vorausdeutung. Etwas aus der Zukunft wird aufgegriffen. Zum Beispiel, wenn der Protagonist irgendwie seine Wünsche formuliert oder wenn der Erzähler sagt, später wird er sich hassen für das, was er getan hat oder ähnliches. Und zum Schluss wollen wir noch auf die dramatische Struktur eines Textes eingehen. Also der hat ja im Idealverlauf immer diese Pyramidenform. Das heißt, am Anfang haben wir die Exposition, also die Einleitung. Dann kommt es zu einer Spannungssteigerung und zu einem Höhepunkt, zu einem Spannungsabfall und zuletzt zu einer Katastrophe. Viele Texte haben dann noch ein Leitmotiv, also ein inhaltliches Element. Das kann ein Wort sein oder ein Gegenstand oder ein Symbol. Und das taucht immer wieder an Schlüsselstellen auf. Das ist ein Leitmotiv. Das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Prüfungen und bleibt gesund. Soweit Patrick Bäumel. Falls ihr euch fragt, was mit seinen Haaren passiert ist, fragt ihn selber. Ich weiß es leider nicht. Wir konnten uns ja aufgrund der Corona-Beschränkungen schon seit längerer Zeit nicht sehen. Vielen Dank für dieses tolle Video. So, wenn wir unser Battle-Vibe mal mit dem abgleichen, was der Patrick gerade so aufgezählt hat an Kompositionsmöglichkeiten eines Textes, dann stellen wir fest, das ist zunächst mal eine einsträngige Geschichte, eine lineare Handlung. Eins passiert nach dem anderen, wenn auch mit Pausen dazwischen, ne? Einiger Zeit. Aber es wird chronologisch erzählt. Dann die Frage, gibt es eine Rahmenhandlung? Und die Antwort lautet, ja, überraschenderweise, da gibt es einen Rahmen. Ich lese mal vor, wie es anfängt. Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Und am Ende wird dieser Rahmen, der sich auf die jetzige, heutige Realität bezieht, wieder geschlossen, und zwar mit... Und noch jetzt liegen, von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er, als er von der Jagd kam, das Bettelweib hatte aufstehen heißen. Und da kehren wir wieder ins Hier und Jetzt zurück. Also da gibt es tatsächlich einen nicht sehr auffälligen, aber es gibt einen Rahmen. Es geht aber noch weiter mit der Struktur, was man daran bemerken kann, nämlich... In der Struktur dieser Novelle kann man einen Aufbau ähnlich einem klassischen Drama feststellen. Ich zeig's euch mal.
Die Exposition wäre der Tod der Bettlerin. Das wäre das, was man im Drama im ersten Akt erwartet. Das ist also das grundsätzliche Problem, um das es hier geht. Dann gibt es eine steigende Handlung. Der Spuk beginnt, ja, dann die Selbstversuche des Marchese. Erster Selbstversuch, zweiter Selbstversuch und dann der Anfang des dritten Selbstversuches. Und der Höhepunkt des Dramas wäre die einzige wörtliche Rede im ganzen Text, nämlich »Wer da?« Alles andere ist indirekte Rede. Er sagte, er habe, er würde tun und so weiter. Und nur ein einziges Mal gibt es, zwar ohne Anführungszeichen, aber dennoch dieses direkte Rede. Wer da? Und dann geht es ganz schnell in die Flucht für die Marquise und in den Wahnsinn für den Marchese. Und in der Katastrophe endet das am Ende mit eben der Brandstiftung, also dem Selbstmord und dem Tod des Marchese. Also ist, man kann da tatsächlich, ohne sich zu verbiegen, eine solche Struktur feststellen. Nun, wenn man sich die Länge der einzelnen Teile anguckt, stellt man fest, das ist sehr ungleich. Ja? Also der Höhepunkt ist nicht etwa in der Mitte des Textes, sondern ziemlich gegen Ende. Und der dritte bis fünfte Akt sind vergleichsweise kurz verglichen mit der steigenden Handlung. Aber das ist ja vielleicht recht logisch, wenn man bedenkt, was der Zweck dieser Komposition sein könnte. Es geht ja um Spannung in diesem Text. Ist ja eine Geistergeschichte. Das wiederholt sich einige Male. Und diese Spannung wird aufgebaut dadurch, dass die steigende Spannung, also der zweite Akt sozusagen in diesem Drama, so lang wie möglich gedehnt wird. Ist eben eine Horrorstory. So, das war jetzt schon mal relativ praktisch, die Auseinandersetzung mit dem Battle Vibe von Locarno. Jetzt kommen wir zum Kernstück des heutigen Abends, nämlich dem Thema erzählerische Gestaltung. Ich sage deshalb Kernstück, erstens, weil es ein ganz tolles Video dazu gibt von Christian Rühle, zweitens aber auch, weil die Beschäftigung mit dem Erzähler für epische Literatur, für erzählende Literatur, wie der Name schon erahnen lässt, erzählende Literatur, Erzähler, ganz, ganz wichtig ist. Das ist zentral. Wenn ihr erzählende Literatur analysiert, müsst ihr euch mit dem Erzähler beschäftigen. Was ihr dabei machen könnt, dazu gucken wir uns jetzt das Video von Christian an. Und ich muss sagen, es gibt ein paar Stellen, die sind akustisch ein bisschen schwierig. Da knistert es ein bisschen. Ich habe versucht zu tun, was ich konnte, aber das konnte ich leider nicht beheben. Immerhin ist das Video bei 3 Proben durchgelaufen. Ich hoffe, dass es das jetzt auch wieder tun wird. So, soweit der Disclaimer vorneweg. Okay, und los geht's jetzt mit ihm hier. Grundfragen zum Erzähler. Die folgenden Ausführungen stellen eine Vereinfachung dar. Für das Abitur reicht das aber aus. Bei Fragen lesen Sie genauer nach oder studieren Sie eine Textwissenschaft. Zuerst müssen wir etwas klarstellen. Es gibt die Person des Autors. Im Text gibt es die fiktive, also ausgedachte Figur des Erzählers. Autor und Erzähler dürfen nie gleichgesetzt werden. Sonst würde man Erzählungen ja immer nur als Lebensgeschichte eines Autors lesen dürfen. Mit 3 Fragen erfährt man mehr über den Erzähler eines Textes. Frage 1 lautet, welche Form wurde für den Erzähler gewählt? Die Form ist leicht am Personalpronomen festzustellen. Ich bin nicht stiller. Tag für Tag seit meiner Einlieferung in dieses Gefängnis, das noch zu beschreiben sein wird, sage ich es, schwöre ich es und fordere Whisky, ansonsten ich jede weitere Aussage verweigere. Wir haben es also mit einem Ich-Erzähler zu tun. Das wirkt subjektiv, wir wissen aber nie genau, ob wir dieser subjektiven Stimme vertrauen können. Andererseits fordert ein Ich uns auf, ihm emotional Recht zu geben. John Franklin war schon 10 Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baums reichte sie herüber, bis in seine emporgestreckte Hand. Er hielt sie so gut wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor dem Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er geeignet wie kein anderes Kind in Spilsby oder sogar in Lincolnshire.
Wir haben es mit einem Er- oder Sie-Erzähler zu tun. Da er über jemanden anderen oder andere spricht, klingt das objektiver, vielleicht vertrauenswürdiger, aber auch etwas distanzierter. Wie anders würden diese beiden Romananfänge klingen, wenn man Ich und Er tauschen würde? Er ist nicht stiller. Oder Ich war schon 10 Jahre alt und noch immer so langsam. Frage 2 lautet: Was weiß der Erzähler? Wenn der Erzähler alles nur von außen darstellt, keine Gedanken und Gefühle der Figuren wiedergibt, nur das, was man hören könnte, verrät, dann ist er neutral. Er weiß also weniger, als die Figuren in ihrem Inneren wissen. Wenn der Erzähler in eine Figur schlüpft, alles aus dieser Figur, aber auch nur aus dieser Figur darstellt, nur von ihr die Gedanken kennt, dann erzählt er personal. Er weiß also auch nur so viel, wie diese eine Figur weiß. Wenn ein Erzähler alles weiß, alle Gedanken aller Figuren, was war und was sein wird, haben wir einen auktorialen Erzähler vor uns. Er hat die volle Regiegewalt, kann zurückblicken, vorausschauen, bewerten und Gedanken vieler Figuren preisgeben, wenn er möchte. Er weiß mehr als jede einzelne Figur. Bedenken Sie, mit dem neutralen, personalen oder auktorialen Erzähler wird entschieden, wie viel Sie wissen dürfen. Praktisch für Spannung, praktisch in einem Krimi, in dem der Detektiv klüger als der Leser erscheinen soll. Frage 3 lautet: Ist der Erzähler Teil der erzählten Welt? Spielt er in der Geschichte also mit? Ist der Erzähler Teil der Geschichte, erzählt er homodiegetisch. Er wirkt subjektiver und näher. Ist der Erzähler nicht Teil der erzählten Welt, erzählt er heterodiegetisch. Er wirkt objektiver und distanzierter. Man muss sich von diesen ganzen Erzählmöglichkeiten nicht verwirren lassen. Manches ist erzählerisch etwas mühsam, aber man kann die Möglichkeiten der drei Kategorien ganz frei miteinander kombinieren. Welche Möglichkeiten sind besonders typisch? Ein Ich-Erzähler, aus dessen Sicht Personal erzählt wird und der Teil der Geschichte ist. Ein Er-Erzähler, der über alles Bescheid weiß, auktorial erzählt, aber nicht Teil der Geschichte ist. Wie sieht das konkret aus? Sehen wir uns zum Schluss den Roman Ein perfekter Freund von Martin Suter an. Der Buchrücken will die Leser neugierig machen. Wo bin ich? Wer bin ich? Und wer ist die blonde junge Frau an meinem Bett? Der Journalist Fabio Rossi, 33, erwacht im Krankenhaus mit einer Kopfverletzung und einem Blackout von 50 Tagen. Die blonde junge Frau, die sich zärtlich über ihn beugt, soll schon seit ein paar Wochen seine Freundin sein, aber Fabio hat sie nie zuvor gesehen. Welcher Erzähler könnte sich für diese Geschichte eignen? Ein verwirrter Ich-Erzähler, der unser einziger personal erzählender Zeuge ist und die Geschichte homodiegetisch selbst erlebt? Ein auktorialer Er-Erzähler, der ständig sagt, was mit Fabio Rossi Gemeines angestellt wird? Suter hat sich für die folgende Möglichkeit entschieden. Seine Hand spürte das Gesicht, aber sein Gesicht spürte die Hand nicht. Fabio Rossi ließ sie wieder auf die Bettdecke sinken und versuchte dorthin zurückzukehren, wo er sich eben noch befunden hatte, an den Ort ohne Gefühle,
Geräusche, Gedanken und Gerüche. Wir haben nur die eingeschränkte personale Sicht und wissen so auch nicht mehr über den Zustand von Fabio Rossi als er selbst. Der heterodiegetische Ehrerzähler außerhalb der Erzählung signalisiert uns aber auch Distanz und Objektivität. Fabio Rossi ist also kein Spinner. Gut möglich, dass er mit dem, was er wahrnimmt, Recht haben wird. Solche grundlegenden Pläne versteht man also, wenn man sich mit den Grundfragen zum Erzähler auskennt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann mach ich doch mal nahtlos weiter mit dem Applaus. Großartig gestaltet. Es ist eine Schande, dass wir aktuell nur 42 Zuschauer haben, aber ich darf euch sagen, diese Livestreams erfreuen sich auch im Nachhinein großer Beliebtheit. Der erste Livestream von vor 2 Wochen wurde schon über 4000 Mal angeguckt, der von letzter Woche 1800 Mal. Also das ist ja nicht so wenig und schade, dass die Leute es live verpassen, aber immerhin haben sie im Nachhinein dann auch noch etwas, woran sie sich erfreuen können. So, wie ist das jetzt bei unserem Battle-Vibe? Naja, zunächst mal ist das ja ein Eher-Erzähler. Diese Erzählform verändert sich nicht und, um es zu verallgemeinern, in den allermeisten Fällen gibt es in einem erzählenden Text, in einem epischen Text, eine Erzählform. Die verändert sich selten, nur bei sehr modernen Romanen, die sehr bruchstückhaft sind, verändert sich das. Die Tatsache, dass es einen erzählerischen Rahmen gibt, also eine Rahmenhandlung und eine Binnenhandlung, deutet da schon darauf hin, dass es sich um einen auktorialen Erzähler handelt. Warum? Naja, weil der Erzähler ja über Vergangenheit und Zukunft den Überblick hat. Der weiß viel mehr, als die Figuren wissen, auf jeden Fall. Und Nicht-Erzähler ist er ja sowieso nicht. Außerdem, das ist bei Christian Frage 3, aber das können wir vorwegnehmen, der Erzähler ist heterodiegetisch. Er ist kein Teil der Geschichte. Ja, das deutet auf einen allwissenden Erzähler hin, auktorialen Erzähler. Interessant ist nun, dass insbesondere während der steigenden Handlung dieser Novelle das Erzählverhalten weniger auktorial als vielmehr personal ist. Entschuldigung, ich will euch nicht verwirren, aber das bedeutet Folgendes. Am Anfang wirkt der Erzähler so, als ob er alles weiß, aber im Verlaufe der Handlung hat er mehr oder weniger die Perspektive und den Horizont der Figuren. Das meint man mit personaler Erzähler. Die Figuren wissen ja nicht, ist das jetzt, hat das eine natürliche Ursache, hat das eine übernatürliche Ursache. Und da gibt es ganz viele Hinweise von Kleist darauf, dass es unsicher ist, was eigentlich jetzt Sache ist. Es wird zum Beispiel niemals definitiv gesagt, dass es sich bei dem Spuk um den Geist der Bettlerin handelt. Ein autorialer Erzähler kann sowas sagen. Ja, kann sagen, okay, und dann kommt der Geist von Hamlets Vater. Also gut, das ist ein Drama, aber sagen wir mal, der Geist des ehemaligen Geschäftspartners von Scrooge. Wie heißt er gleich wieder? Habe ich jetzt vergessen. Aber so ein autorialer Erzähler bei Dickens hat er überhaupt kein Problem mit zu sagen, was das jetzt für ein Geist ist, der da erscheint. Aber Kleist macht das nicht. Und er macht es absichtlich nicht. Wir können uns darauf verlassen, dass hier jedes Wort sehr, sehr bedacht gewählt wurde. Und wiederum ist es natürlich für eine Gespenstergeschichte viel spannender, wenn es ein personaler Erzähler ist, der nur so viel weiß, erstmal, wie die Figuren auch wissen, sich zurücknimmt. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen ergänzen zur Frage nach der erzählerischen Gestaltung. Der Christian hat ja so die wichtigsten drei Fragen eigentlich genannt. Es gibt aber sowohl in eurem Deutschunterricht möglicherweise als auch in vielen anderen Werken noch eine ganze Reihe anderer Kategorien, die aufgemacht werden, wenn wir uns über die erzählerische Gestaltung eines Werkes unterhalten. Ich will es mal erwähnt haben wenigstens. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Darbietungsweise. Das ist hier bei Kleist auch interessant. Nämlich die Frage, ist das direkte Rede, ja, also Anführungszeichen, die zum Einsatz kommen, ist es indirekte Rede, wie hier bei Kleist, in der Regel nur ein einziges Mal direkte Rede? Ist es erlebte Rede? Erlebte Rede ist, das musste doch gehen, dachte er sich. Also das ist sozusagen die direkte Rede, aber eben indirekt formuliert, also ohne Anführungszeichen.
Dann gibt es noch die Möglichkeit des inneren Monologs. Da spricht jemand mit sich selbst, also die Fenster müsstest du auch mal putzen. Und ach, jetzt ist es ja schon wieder 8:45, dann könnte ich ja Schluss machen mit dem Livestream. Das ist ein innerer Monolog. Leutnant Gustl von Schnitzler wäre da das Stichwort. Das ist der erste innere Monolog in der deutschen Literatur. Und noch ein Stück weiter geht der sogenannte Bewusstseinsstrom. Das wäre das, oder das Paradebeispiel dafür ist der Bewusstseinsstrom-Monolog von Molly Bloom am Ende von Ulysses von James Joyce. Aber das ist jetzt wirklich für Experten, das brauchen wir uns nicht zu merken. Eine weitere Kategorie, über die man sich Gedanken machen kann, wenn man über Erzähler spricht, ist die Frage der Erzählposition. Das kam auch gerade im Chat schon mal zum Ausdruck. Da war nämlich die Rede davon, dass es schwierig ist, wenn man unzuverlässige Erzähler hat. Das gibt es. Und? Um es vorwegzunehmen, das gibt es sogar in dieser Novelle. Da gibt es Unsicherheiten, was die Erzählung betrifft. Klassischerweise ist der auktoriale Erzähler derjenige, der alles weiß und auf dessen Informationen wir uns verlassen können. Also ich sage jetzt mal Gebrüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen. Auf die Erzähler dieser Märchen können wir uns verlassen. Das ist, wie es ist bei denen, da gibt es keine Unsicherheit. Umgekehrt, je subjektiver es wird, bei den Ich-Erzählern wird es unzuverlässiger, die Informationen, die lügen uns manchmal an, die sagen nicht die Wahrheit. Und in der moderneren Literatur, und Kleist zählt in diesem Sinne schon dazu, gibt es auch unzuverlässige oder unsichere zumindest oder unzuverlässige Eher-Erzähler tatsächlich. Okay, und dann gibt es noch die Frage nach der Erzählperspektive, dem Blickwinkel des Erzählens. Aber das reicht jetzt vielleicht auch erstmal mit dem Erzähler. Ich schaue einmal in den Chat, um zu gucken, ob es da Themen oder Fragen gibt, die ich aufgreifen kann. Okay. Mehrere Ich-Erzähler, ja. Innerhalb einer Kurzgeschichte, Parabel, können sich die Erzählverhalten doch ändern. In der Tat, vom auktorialen zum personalen Erzähler. Habe ich ja thematisiert, dass genau das beim Battle-Vibe von Locarno der Fall ist. Was soll man da tun? Naja, es beschreiben. Das ist ja der Punkt. Es hat ja eine Funktion. Eine Funktion in diesem Battle-Vibe von Locarno ist eben, dass wir mit so einer verlässlichen äußeren Information anfangen und dann wird die Erzählung zunehmend unsicherer, aber dadurch eben auch spannender, weil wir nicht wissen, was passiert jetzt, was ist eigentlich Sache mit dieser Geistererscheinung dabei. Genau. Wunderbar. Wir gehen weiter. Wir gehen zum nächsten Thema und das ist das Thema sprachliche Analyse bzw. Stilanalyse. Ja, ich weiß, es schrillen die Alarmglocken. Habe ich nicht irgendwo so eine Alarmglocke hier auch? Momentchen mal. Irgendwo gibt es eine Alarmglocke. Nee, fast. Okay, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit an epischen Texten und wir haben uns damit ja auch schon im Bereich der Lyrikanalyse ein bisschen beschäftigt. Ich möchte euch ein zweites Video von Christian zeigen, das die mögliche Angst vor diesem Kapitel hoffentlich etwas nimmt. Und das ist jetzt das Video, wo es mit der Tonspur ein bisschen schwieriger wird. Drücken wir die Daumen, dass ihr alles versteht. Kennen wir ja zu Genüge. Endlose Listen mit Stilmitteln, die merkwürdige Namen haben und von denen man meint, man muss sie auswendig lernen, weil der Deutsch- oder der Lateinlehrer das so will. Glaubt fast jeder, stimmt aber nicht. Denn was ist das eigentlich, sprachlicher Stil? Eine Nachbarin möchte wissen, wie es bei der Familie mit dem neugeborenen Kind so läuft. Die Mutter fragt sie: Schaffst du das zu Hause mit der Kleinen? Den Vater aber fragt sie: Bekommen Sie es denn zu Hause mit der Tochter überhaupt geregelt? Fast dasselbe, nur unterschiedlich formuliert. Die Nachbarin duzt die Mutter, aber sieht den Vater. Die Nachbarin scheint, das zeigt das kleine Wort überhaupt,
Zweifel an den Fähigkeiten des Vaters zu haben. Je nach Situation und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin wählen wir unsere Worte anders. Wir wählen einen bestimmten Stil. Je nachdem, ob wir mit jemand Gleichgestellten sprechen, mit einem Kind sprechen oder mit jemand Höhergestellten sprechen. Das ist also sprachlicher Stil. Wozu dann aber Stilmittel? Stilmittel sind wiedererkennbare sprachliche Muster, daher ist es wichtig, sie zu beherrschen. Stilmittel erzielen bestimmte Effekte. Sie betonen zum Beispiel etwas, veranschaulichen etwas. Stilmittel modulieren den Inhalt. Ist das eine Provokation? Ist das ironisch gemeint? Ist das nebensächlich? Daran sieht man aber, mit dem Finden und Zählen von Stilmitteln ist noch nichts für das Verständnis gewonnen. Wenn Sie die Fachbezeichnungen von Stilmitteln kennen, ist das schön. Wichtiger ist Ihre Sprachsensibilität, dass Sie sprachliche Besonderheiten in Texten oder Gesprächen erkennen. Ein konkretes Beispiel. Hier haben wir den Schriftsteller Franz K., der sich über einen Text mit dem Titel Heimkehr 1920 den Kopf zermartert. K. ist berühmt. Schließlich hat er als einziger deutscher Autor sein eigenes Adjektiv. Wir gehen also davon aus, dass der Autor seine Worte mit voller Absicht wählt und setzt. Der fertige Text wird 251 Wörter lang sein. Hier die zwei ersten Sätze des Textes. Heimkehr. Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Das Stilmittel, das mir auffällt, ist die Wiederholung von Ich. Genauer gesagt eine Anapher, da das Ich sich jeweils am Satzanfang wiederholt. Der Erzähler beginnt den Text damit, dass er wiederholt von sich selbst spricht. Der Autor hat nicht das Wort Du gewählt, das klänge leicht anklagend. Das wiederholte Ich klingt nach Selbstgespräch, vielleicht nach nötiger Selbstbestätigung. Die Wiederholung hebt das Wort Ich hervor. Was es getan hat, klingt gar nicht so besonders. Es ist zurückgekehrt, durch einen Flur gegangen, hat sich umgesehen. Wenn das Ich so wichtig ist, die Handlungen aber so nebensächlich, muss sich das Ich wohl bei dem, was es tut, selbst bestätigen. Das klingt auch bei Es ist meines Vaters alter Hof an. Geht es also um die Beziehung des Ichs zum Elternhaus und damit zu den Eltern? Statt zu sagen, im ersten Satz findet sich eine Anapher, haben wir also über eine sprachlich-stilistische Besonderheit nachgedacht, haben uns gefragt, warum der Autor das so formulieren wollte und haben viel mehr über den Text erfahren. Wir haben den Stil analysiert und die Auffälligkeiten interpretiert. Und so ginge das mit vielen sprachlichen Besonderheiten, die uns auffallen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sind diese Filme nicht wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltet? Ich liebe es. Großartig. Wie ist das mit dem Stil jetzt bei unserem Battle-Vibe? Ein Merkmal, ein stilistisches, eine Besonderheit, die wir schon gehört haben, ist, es gibt ein einziges Mal nur, nämlich zwei Worte lang, wörtliche Rede in diesem Text. Wer da? Ansonsten nur indirekte Rede, also eine Art Berichtsstil. Das ist übrigens ziemlich typisch für Heinrich von Kleist und seine Novellen. Ganz im Sinne von Christian Rühle will ich jetzt keinen Katalog von Stilmitteln hier aufmachen. Stilmitteln aufmachen. Ich will nur auf drei oder vier weitere Auffälligkeiten dieser Novelle hinweisen. Am Anfang haben wir diesen typischen Kleist-Stil mit ewig langen, heftig hypotaktischen Sätzen. Ja, ganz viele Nebensätze aneinandergereiht, die über viele Zeilen gehen. Ganz langer Atem ist da nötig zum Lesen. Ich lese nochmal hier diesen Eingangssatz vor. Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht, Semikolon. Ein Schloss,
Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Türe eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Ein Satz. Die ganze Exposition besteht aus grammatisch nur drei Sätzen. Das verändert sich aber im Laufe des Textes. Ich springe mal ein bisschen weiter in den Text und zitiere aus dem Abschnitt Ruhe vor dem Sturm. Das ist also bevor das letzte Mal diese Wiedergängerin auftaucht. Und da heißt es, das Ehepaar. Zwei Lichter auf dem Tisch. Die Marquise unausgezogen, der Marquise Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genommen, neben sich, setzen sich gegen 11 Uhr jeder auf sein Bett. Das ist abgehackt. Ja, da stehen zwar Kommas dazwischen, wie auch am Anfang, aber das sind eigentlich so parataktische Aneinanderreihungen. Kurz, ein bisschen verstört, so könnte man die Wirkung vielleicht beschreiben. Und da ist gerade noch was passiert. Das Tempus ist vom Präteritum ins Präsens gewechselt. Jetzt heißt es, und während sie sich mit Gesprächen, so gut es sein kann, zu unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor. Man hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund. Man kennt dieses Mittel schon aus dem Lateinunterricht, wenn man Latein hatte, sogenanntes Praesens Historicum. Also wenn es ganz spannend, wenn es ganz eindringlich werden soll, dann wird eben nicht mehr das Präteritum verwendet, das Imperfekt, sondern die Gegenwartsform, das Präsens. Und die Handlung ist ganz nah in your face sozusagen. Es spitzt sich alles zur Katastrophe zu in diesem Text. Und das kann man anhand der sprachlichen Mittel, die ich da jetzt aufgeführt habe, also die Veränderung der Satzstruktur, die Veränderung des Tempos, der Einsatz von indirekter und dann eben einmal wörtlicher Rede, ganz, ganz deutlich zeigen. Ja? Also wirklich mit ganz wenigen Mitteln, die man auch ohne Fachbegriffe beschreiben kann. Okay, ich gucke einmal in die Kommentare. Okay, unterschüttete. Gut. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche jetzt mal eine kleine Pause von dieser heftigen inhaltlichen Auseinandersetzung. Und was könnte es da Besseres geben als ein Gewinnspiel? Ich nenne das Gewinnspiel dieses Mal Stiftquiz. Also nach Stilfiguren-Quiz. Ja, das klingt überraschend. Ich weiß, letztes Mal haben wir immer das Solidaritätsquiz gespielt. Diesmal folge ich einem Vorschlag von Christian Rühle mit diesem Stiftquiz. Mal gucken, wie das so funktioniert mit in unserem kleinen Kreis. Ich habe wieder ein Buchpapier, genau dasselbe wie letztes Mal. Yom Mei, Abiturwissen, Epochen deutscher Literatur und wissenschaftliches Arbeiten. Drei zum Preis von einem sozusagen, nämlich umsonst, wenn ihr das Quiz gewinnt, beziehungsweise das Gewinnspiel. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich nenne euch meine drei liebsten Stilfiguren, erkläre nochmal kurz, was die sind. Und dann bildet ihr einen Satz, in dem alle drei Stilfiguren vorkommen. Und der schönste von diesen Sätzen, die ihr dann hier im Chat postet, wird in einem wissenschaftlich objektiven Auswertungsverfahren bestimmt und die Gewinnerin gewinnt das Buchpaket. So, meine drei, also soweit verstanden, hoffe ich. Ja, ich gebe euch Stilfiguren vor, ihr bildet einen Satz. Genau, was für ein Satz soll das sein? Das soll ein Satz sein, der zum Beispiel in der Tagesschau vorkommen könnte und in dem es um Social Distancing geht. Es soll ein Satz sein, in dem es um Social Distancing, ja, hier, wir halten Abstand, deswegen machen wir ja hier diesen Livestream, den Gag. Genau, und der Satz sollte in der Tagesschau vorkommen können. Meine drei liebsten Stilfiguren sind die Alliteration, die Metapher und die Klimax. Ganz einfache Stilfiguren. Was ist nochmal eine Metapher? Na, eine Metapher ist ein sprachliches Bild. Zum Beispiel, ich hatte doch hier irgendwo, ein Herz für Kinder. Ja, also ich gebe den Kindern jetzt nicht mein Herz, sondern ein Herz für Kinder bedeutet, ist eben ein Bild. Aber ohne wie. Ja, kein wie ein Vergleich, nur ohne wie. Was ist eine Alliteration? Natürlich, wenn mehrere Worte mit den gleichen Lauten beginnen. Nicht die gleichen Buchstaben, die gleichen Laute. Das ist eine Alliteration. Zum Beispiel
Wie wenn Worte Wiederholungen wagen. Das wäre eine Alliteration. Und eine Klimax ist eine dreiteilige Aufzählung, die sich steigert zu einem Höhepunkt. Er kam, sah und siegte. Das ist das klassische Beispiel für eine Klimax. So, und jetzt habt ihr eine Minute Zeit für einen Satz, der in der Tagesschau vorkommen könnte, in dem es um Social Distancing geht und in dem diese drei Stilfiguren vorkommen. Ich spiele derweil ein bisschen Musik ein, das macht es lustiger. Aber was wird passieren, wenn keiner einen Satz in den Chat schreibt? Social Distancing in der Tagesschau. Ein Satz, in dem all diese Stilfiguren vorkommen. Zu gewinnen sind diese drei wunderbaren Werke. Ihr könnt es auch verschenken. Sollte das Quiz zu schwierig sein? Christian und Tobias, ihr dürft auch mitmachen. Ja, und da ist unsere Musik ausgelaufen und kein Mensch hat was gepostet. Ich mache das jetzt mal weg hier, diese Quizfrage. Dann fühle ich mich schon wohler. Möchte noch jemand was posten? Ah, Moment. Trotz Termindrucks war die Sonne nicht in der Lage, die Herzen der Menschen zu erwärmen, die sich nach frischer Luft, guter Laune, ja Freiheit sehnten. Also ich sehe die Klimax. Ich sehe die Alliteration, aber wo ist die Metapher? Termindruck, die Herzen zu erwärmen. Okay, Herzen erwärmen ist eine Metapher, qualifiziert sich. Am Fuße des Berges, Metapher, waren weniger Wartburger wahrzunehmen. Die, die dort waren, als die Polizei eintraf, liefen, joggen, rannten und sprinten. Das ist schön, aber es sind zwei Sätze. Aufgrund der angespannten allgemeinen Situation gilt: Nicht reden, anfassen oder küssen, sonst kommt der Lebensabend früher als erwartet. Auch gut, aber auch zwei oder sogar drei Sätze. Also, gewonnen hat Octavianus. Und ich glaube, du bist kein Schüler, wenn ich das richtig sehe. Aber das macht nichts, du gewinnst trotzdem. Du kannst das ja an Bedürftige verteilen. Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Das hätte ich mir vorher mal testen sollen, vielleicht dieses Quizformat. Super. Wir kommen zu einem nächsten Thema, nämlich der Darstellung von Raum und Zeit in erzählenden Texten. Es war ja keineswegs alles, was zur Epikanalyse zu sagen ist. Es gibt wahnsinnig viel noch mehr zu untersuchen. Ich darf euch jetzt einen Beitrag von Professor Frauke Berndt zeigen. Sie ist Germanistin und arbeitet an der Uni Zürich, wo sie das deutsche Seminar leitet. Und ich habe sie gebeten, uns etwas über die Untersuchung von Raum und Zeit in erzählenden Texten zu erzählen. Das war übrigens eine Figura Etymologica. Erzählungen sind a pan-global fact of culture. So drückt es Hayden White aus. Erzählung verstehen heißt, den Menschen verstehen. Die Analyse von Erzählungen ist deshalb keine Erfindung des Deutschunterrichts, sondern bildet ein interdisziplinäres, wissenschaftliches Forschungsfeld. Erzählungen komponieren Ereignisse zu einer Geschichte. Das ist die Minimaldefinition. Und zwar erfolgt die Vermittlung durch eine Erzählinstanz, und Erzählungen
basieren auf einer doppelten temporalen Sequenz. So drückt es Christian Metz aus. Etwas einfacher übersetzt kann man sagen, in jeder Erzählung ticken zwei Uhren. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Kinderbuch. Und zwar das Buch Die kleine Raupe Nimmersatt von Erik Gallé. Es beginnt folgendermaßen. Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und dann schlüpft die Raupe aus und macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Am Montag fraß sie sich durch einen roten Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei grüne Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei lila Pflaumen, aber satt war sie noch immer nicht. Das geht so weiter, bis die Raupe am Ende des Buches schließlich ein wunderschöner Schmetterling wurde. Die Analyse der Zeit lässt sich an diesem Beispiel schön erklären. Wir unterscheiden die Zeit des Erzählten, die erzählte Zeit, von der Zeit der Erzählung, die Erzählzeit. Die erzählte Zeit umfasst das Ausschlüpfen aus dem Ei, den einwöchigen Fresstrip der kleinen Raupe, ihre Verpuppung und ihre Entwicklung im Kokon. Das dauert 10 bis 12 Tage, bis am Ende dann der Schmetterling schlüpft. Die Erzählzeit hingegen bemisst sich an den wenigen Seiten des Kinderbuches. Die Relation zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit ist der eigentliche Gegenstand der Zeitanalyse. Wir unterscheiden 3 verschiedene Erzähltempi. Das zeitdeckende Erzählen durch szenisches Erzählen, das zeitraffende Erzählen und das zeitdehnende Erzählen. Das zeitraffende Erzählen stellt den Default-Modus der Erzählung dar und wird erreicht durch summarisches Erzählen am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Die Analyse des Raumes in der Erzählung ist komplizierter als die Zeitanalyse. Aber auch hier unterscheiden wir den erzählten Raum vom Erzählraum. Erzählte Räume sind kulturelle Räume, zum Beispiel Städte, natürliche Räume, zum Beispiel Landschaften oder innere Räume, zum Beispiel Modelle oder Karten. Der Erzählraum entsteht durch Fokalisierung oder Perspektivierung des Erzählens. Auch dafür habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, und zwar den Anfang von Franz Kafkas Erzählung Die Brücke. Ich war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten, in der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe. Die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. Die Erzählung beginnt in der ersten Person Singular. Ein Mensch bildet eine Brücke über einem Bach. Der Erzählraum entsteht aus dessen Wahrnehmungsperspektive. Füße, Hände, wir werden dadurch gewisserweise zur Brücke überm Forellenbach. Es handelt sich um eine Technik des fantastischen Erzählens. Die Erzählung setzt dann fort in der dritten Person Singular. Die Erzählinstanz informiert über die geografische Lage der Brücke. Der erzählte Raum entsteht dadurch, dass auf eine scheinbar reale Welt referiert wird. Wir haben hier ein pseudo-realistisches Erzählen, denn natürlich gibt es diese Brücke gar nicht. Dadurch entsteht ein ironischer Effekt in der Diskrepanz zwischen Erzählraum und erzähltem Raum. Und ich wünsche Ihnen wieder viel Erfolg beim Abitur. Soweit Frauke Berndt zu Raum und Zeit. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie verhält sich denn das mit Raum und Zeit bei unserem Battle-Vibe? Leider könnt ihr bei der Abi-Prüfung die Playmobil-Figuren nicht mitnehmen. Das wären unerlaubte Hilfsmittel. Aber ich sage euch, es gibt nichts Besseres, um einen Text wirklich kennenzulernen,
als damit zu spielen, zum Beispiel in Form eines solchen Videos. Es gibt übrigens kein besseres Mittel, ein Drama kennenzulernen, als das Drama auf die Bühne zu bringen. Das sage ich nicht, weil ich Theatermacher bin, sondern aus Erfahrung. Ich habe ja auch ein bisschen Germanistik und Anglistik studiert, aber wirklich auseinandergesetzt habe ich mich eigentlich nur mit den Texten, die ich selber gespielt habe oder wo ich Regie geführt habe, da natürlich besonders intensiv. Okay, heute Morgen, als ich das Video zu Das Battle-Vibe von Locarno gemacht habe, ist mir eines besonders klar geworden. Es fängt mit der Außenansicht der Burg an. Man muss sich ja für eine Kulisse entscheiden. Und natürlich habe ich da eine Außenansicht dieser Burg gewählt, weil der Erzähler ja so von außen ranzoomt. Ja, wenn man so vom St. Gotthard Pass runterkommt und dann nach Locarno kommt, sieht man die Ruinen dieser Burg. Das ist ja der Anfang des Textes. Dann geht es in den Innenraum. Der Raum, in dem das Battle-Vibe zuerst liegt, in dem der Marchese von der Jagd nach Hause kommt und seine Flinte hinstellt und in dem dann dieser Unfall oder Todesfall passiert und in dem die ganze Handlung spielt. Und dann geht es aber im Verlaufe der weiteren Handlung eigentlich in einen psychischen Raum, nämlich den psychischen Erfahrungsraum dieser Hauptfigur des Marchese, der am Ende verrückt wird, wütet, sich selbst umbringt. Und dann zoomen wir wieder raus mit der Marquise, die nämlich aus dem Raum flieht und dann sieht, wie die Burg abbrennt und wir sehen die Burg wieder von außen. Das ist doch spannend. Also eine ganz klare Dramaturgie des Raumes, ja, ist ein Ranzoomen bis in den psychischen Innenraum und dann wieder ein Rauszoomen. Das kann man wunderbar beschreiben, wenn man auf die Idee kommt, die Frage zu stellen. Und auf diese Idee kommt ihr jetzt. Wie ist das mit der Gestaltung der Zeit? Auch da kann man Beobachtungen machen bei diesem Text, und zwar analog zur Analyse der Gestaltung von Satzbau und Tempus, die ich vorhin schon vorgenommen habe. Am Anfang wird sehr, sehr gerafft erzählt. In der Exposition gibt es gerade mal drei Sätze, die für eine ganze Menge Ereignisse ausreichen. Und dann wird wiederholt, also es verlangsamt sich das Erzähltempo mit jeder Erscheinung dieser Spukgestalt. Ja, bis am Ende dieses ganz fragmentarische Erzählen kommt, bis wir zu dem Punkt kommen, an dem die Handlung fast still zu stehen scheint und dann macht es tap, tap und der Marchese ruft, wer da? Und dann geht es wieder wie eine Toilettenspülung aufs Ende zu, ja, bis zur Katastrophe. Auch da lässt sich eine ganz klare zeitliche Gestaltung der Erzählung durch die Mittel eben des Satzbaus, der Syntax und der direkten Rede, indirekten Rede feststellen und beschreiben. Da hat es, glaube ich, ein paar Anmerkungen gegeben. Okay. Okay. Gut. Also, das können wir zu der Gestaltung von Zeit und Raum in Das Battle-Vibe von Locarno sagen. Und wir kommen zu einem nächsten Kapitel, welches heißt Figurenanalyse. Und ich darf euch wahrscheinlich zu eurer Freude sagen, dass wir uns zunächst mal was völlig anderes angucken, nämlich einen Beitrag zum Thema Romantik. Wir haben es ja bei den letzten Malen auch schon so gehandhabt, dass wir einzelne Epochen abgehandelt haben. Und da sind wir bis zur Weimarer Klassik fortgeschritten. Deswegen kommt jetzt logischerweise die Romantik. Bitteschön, viel Spaß. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Johann Gottlieb Fichte. Und damit Sie sich das besser merken können, habe ich Ihnen hier ein kleines Nadelbäumchen mitgebracht. Ich war Philosoph und großer Kant-Fan. Sie wissen schon, Immanuel Kant, Aufklärung, ne? Der hatte ja gesagt, dass der Mensch das Ding an sich, also ich sage jetzt mal so ein Nadelbäumchen hier an und für sich, nicht wahrnehmen, sondern nur als Erscheinung wahrnehmen kann. Also ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, alles hängt vom Betrachter ab, also vom Geist, also von mir. Ich. Nee, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es geht darum, dass das Ich die Welt bestimmt. Naja, und der gute Fichte ist in den 1790ern Professor in Jena. Und das wird der Hotspot der Frühromantik mit dem ganz heißen Scheiß, wo zum Beispiel sie hier rumhängen, die Schlegel Brothers, die das total cool finden, was der Fichte so erzählt. Das ist so cool, der Geist schafft sich die Welt, das ist fast wie die Matrix. Wir gründen jetzt eine neue Dichtung, in der der Dichter total frei ist. Und Friedrich Schlegel schreibt 1798, die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Also alles wird nach und nach, immer weiter, progressiv, ja, poetisiert, klar. Wir schaffen das Universalkunstwerk, machen die ganze Gesellschaft poetisch und der Dichter ist frei.
Einer von Ihren Kommilitonen ist Friedrich von Hardenberg. Komm, ich nenne mich jetzt nur Wales, ja? Und er schreibt wenig später, die Welt muss romantisiert werden. Wie mache ich das? Na, ich mache sie bedeutungsvoll, unheimlich, unbekannt. Oh nee, jetzt ist meine 15-jährige Verlobte gestorben. Jetzt schreibe ich die Hymnen an die Nacht. Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. Was ich sagen wollte ist, also die Nacht und die Sehnsucht ist uns Romantikern schon ganz arg wichtig. Ja, und der Shakespeare. Wir haben ja den Shakespeare neu übersetzt. Entschuldigung, zusammen mit mir, Ludwig Tieck, ist das klar? Der Tieck hat übrigens auch ganz tolle Kunstmärchen geschrieben. Wir lieben ja so die einfachen Sachen aus dem Volk, die Volkslieder, die Märchen. Das haben wir vom Sturm und Drang geerbt, also vom Herder, der hat auch so eine Volksliedsammlung gemacht. Entschuldigung, ich war eigentlich noch nicht fertig. Mein Hauptwerk ist der Roman Heinrich von Ofterdingen über den Dichter des Nibelungenliedes. Wow, cool! Der träumt nämlich von einer blauen Blume. Mega, das wird unser Symbol für die Romantik. Dann stirbt seine Frau. Es wird ja immer besser. Leider ist er aber nur Fragment geblieben, der Roman. Super, besser geht's nicht. Das Fertige ist uns Romantikern ja total verdächtig. Ja, aber trotzdem seid ihr in Jena jetzt mal fertig und wir kommen nach Heidelberg zur Hochromantik. Mein Name ist Clemens Brentano und ich gebe mit Achim von Arnim hier die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn raus. Wir haben auch ein paar von unseren Eigengedichten reingeschmuggelt. Ja, und wir sind Jakob und Wilhelm Grimm und wir sammeln stattdessen Märchen und erfinden nebenbei übrigens noch die Germanistik. Der Jupp von Eichendorf, das ist auch ein Kumpel von uns hier, der hat übrigens auch ganz tolle Märchen geschrieben, Kunstmärchen, naja und Gedichte, ne? Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ach cool, ja. Wir wandern ja auch übrigens total gern, wir Romantiker. Ich selber bin beispielsweise in die Arme der Heiligen Mutterkirche zurückgewandert. Und da könnt ihr ja noch ein bisschen weiter wandern. Wir schalten jetzt mal um nach Berlin zur Spätromantik. Mein Name hier unten ist E.T.A. Hoffmann. Aber die Schüler dieser Welt kennen mich vielleicht eher als Mr. Sandmann. Ja, das ist eine von meinen düsteren, unheimlichen, oft auch ziemlich ironischen Geschichten wie Der goldene Topf. Ironie war uns Romantikern ja überhaupt sehr, sehr wichtig. Das unterscheidet uns zum Beispiel von einem Klassiker wie dem Schiller, der war ja total humorbefreit. Naja, und ich bin wochentags Jurist und höchstens mal ein bisschen Musiker, sonntags Zeichner und abends bis spät in die Nacht ein sehr, sehr witziger Autor. Ja, ich bin übrigens auch in Berlin, Friedrich de la Motte Fouquet, berühmt für meinen One-Hit-Wonder Undine. Naja, es ist aber trotzdem ein schönes Märchen. Aber viel schönere Märchen schreibt mir hier in Schwaben. Wilhelm Haufisch mein Name. Ich gehöre zum Kreis der schwäbischen Romantiker. Ja, da gibt es noch ein paar andere, aber die müssen wir uns jetzt gar nicht merken. Wichtig ist noch, die Romantik ist ein europäisches Phänomen. Dieses Virus greift von Deutschland aus auf andere Länder über. Und sie findet in der Literatur genauso statt wie in der bildenden Kunst. Wir sehen hier hinten einen Caspar David Friedrich. Und in der Musik. Und was hat das Ganze jetzt mit Rumknutschen bei Candlelight und Kuschelrock zu tun? Ja, nix. Und das, liebe Gemeinde, war die Romantik to go. Ah, Romantik. Okay, was ich eigentlich eingangs sagen wollte, war, dass Heinrich von Kleist, dessen Werk wir hier heute auf Herz und Nieren prüfen, ja zwischen Klassik und Romantik steht. Der lässt sich keiner dieser beiden Epochen hundertprozentig zuordnen, ist auch eigentlich, hat viele sehr moderne Elemente. Und was ihn mit der Romantik verbindet, auch hier in Das Bettelweib von Locarno ganz deutlich sichtbar, ist eben diese Nachtstimmung, das Irrationale, das nicht mit den Mitteln der Vernunft ergründbare. Das sind typisch romantische Elemente, die Kleist auch anderswo anwendet. Okay, jetzt kommen wir zu einer Abteilung, die für die Epikanalyse auch sehr wichtig ist. Ich habe es schon eingeblendet, Figurenanalyse. Insbesondere die Figurenkonstellationen. Da wir uns bei der Dramenanalyse letztes Mal sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt haben, möchte ich das an dieser Stelle mehr oder weniger überspringen. Wichtige Leitfrage: Wie werden die einzelnen Figuren charakterisiert? Was sagen sie? Was tun sie? Wie verhalten sie sich anderen gegenüber? Gibt es womöglich Widersprüche? Widersprüche, Geheimtipp, Widersprüche in der Erzählung sind in der Regel hervorragende Anhaltspunkte für Interpretationen. Lücken, Auslassungen, Widersprüche, Brüche
in der Erzählung. Das sind so Punkte, wo man ein Stemmeisen ansetzen und die Konserve aufbrechen kann, um mal das Bild zu brechen. Das war übrigens eine Kardach-Rese. So, stimmt, Deutschlehrer verbessert mich, wenn ich was Falsches sage. Hier, Beispiel aus dem Battle-Vibe. Beispiel. Der Marchese, erschrocken, er wusste selbst nicht recht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus. Hier können wir gleich mehrere Widersprüche feststellen. Zum Beispiel den zwischen Schrecken und Lachen. Aber auch, also der mit erkünstelter Heiterkeit lacht er, ja, obwohl er eigentlich erschrocken ist. Aber auch in der Formulierung, er wusste selbst nicht recht warum. Warum sagt der Erzähler, dass der Marchese nicht selbst nicht recht warum weiß? Wir wissen es doch, warum der Marchese erschrocken ist. Weil er natürlich an dieses Battle-Vibe denkt und ein schlechtes Gewissen hat, weil sie da zu Tode gekommen ist. Wahrscheinlich, weil er mittelbar daran schuld war. Warum sagt der Erzähler, der Marchese weiß nicht recht warum? Dieses schlechte Gewissen, das nicht ausgesprochen wird, akkumuliert sich, das wäre ein Interpretationsansatz, bis zum Ende dieser Novelle und ist der eigentliche Grund für den Selbstmord des Protagonisten. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass hier etwas nicht ausgesprochen wird. Wenn das ein auktorialer Erzähler ist, warum weiß der das nicht? Ein auktorialer Erzähler muss das doch wissen. Ja? Und es ist also ein personaler Erzähler an dieser Stelle, aber auch dieser personale Erzähler, dem ich traue, dem nicht jedenfalls. Der hat jedenfalls etwas nicht Vertrauenswürdiges, nicht Zuverlässiges dabei. So, das war schon mal ein Interpretationsansatz und wir machen jetzt mit einem nächsten Thema weiter. In der Romantik hat man Sachen aus dem Mittelalter wieder aufgegriffen. Völlig richtig, ja. Gerade dieses Interesse am Volkstümlichen, am Volkslied, am Märchen ging auch einher mit einem Interesse am Mittelalter. Und auch das Setting hier auf der Burg ist natürlich etwas, was sehr, sehr typisch ist für die Romantik, obwohl gar keine Zeitangabe angegeben ist dabei. Wir machen mit einem nächsten Thema weiter, das wir einleiten, mit einem Video von Tobias Hübner, dem ersten heute von Tobias. Also, freut euch drauf. Oh, bin ich schon wieder dran? Ups, sorry, was war mein Thema? Das innere und äußere Handlung? Oh, das kann ich super hier in diesem Computerspiel erklären, was ich gerade spiele. Das heißt, Life is Strange und ich gehe jetzt hier mit der Hauptfigur Max gerade hier diesen Berg hoch und sehe jetzt hier auf einmal hier diesen riesen Tornado neben dem Leuchtturm und alles das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist literaturwissenschaftlich gesprochen eine innere Handlung, denn das ist nur ein Traum der Hauptfigur. Alles das, was jetzt hier passiert, das weiß der Spieler am Anfang noch nicht, findet nur im Kopf von Max statt. Und wir sehen jetzt gleich den Übergang. Jetzt gibt es noch ein bisschen hier eine dramatische Szene. Blitze schlagen ein. Ein Boot fliegt auf den Leuchtturm und der Leuchtturm stürzt herab. Und es gibt einen Cut. Und alles das, was wir jetzt erleben, ist, literaturwissenschaftlich gesprochen, die äußere Handlung. Max befindet sich in einem Klassenraum, sie ist nur kurz eingenickt. Wir sehen, wie spät es ist. Wir hören den Lehrer reden. Ein Mädchen hebt einen Stift auf. Ein anderes Mädchen schmeißt jetzt hier mit dem Papierball. Alles das ist mit den Augen zu sehen, mit den Ohren zu hören. Es ist äußere Handlung. Ein Handy vibriert. Und jetzt geht das Spiel gleich weiter. Ich kann die Figur weiter steuern und kann mir jetzt hier zum Beispiel das Foto auf dem Tisch anschauen. Und jetzt springt das Spiel wieder in die innere Handlung. Wir sehen die Gedanken von Max. Sie kann hören, wie die Klasse sie auslacht. Eigentlich will sie dieses Bild ihrem Lehrer zeigen, aber sie traut sich nicht. Und so entsteht langsam eine interessante Geschichte. Das heißt, wir wollen wissen, okay, warum, was für einen Charakter spiele ich hier eigentlich in diesem Spiel? Und diese innere und äußere Handlung, die gibt es in jedem Roman. Und das macht eigentlich, könnte man sagen, Literatur überhaupt erst interessant, diese Spannung zwischen innen und außen. In den seltensten Fällen ist eine Geschichte nur deshalb interessant, weil irgendwie besonders interessante Dinge passieren. Interessant sind meistens die Beweggründe der Personen, ihre Geschichten, ihre Persönlichkeiten. Und interessant ist es auch, als Leser zu versuchen, auf diese innere Handlung selber zu schließen. Also Körpersprache spielt da zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, ein guter Autor, eine gute Autorin, die gestaltet eine Szene so, dass man aufgrund der
ja, der Körpersprache gewisse Rückschlüsse darauf ziehen kann. Sagt die Figur jetzt gerade die Wahrheit oder lügt sie? Das heißt, es entsteht so ein kleines Rätsel, was der Leser dann lösen muss. Ein Symbol für die äußere Handlung wäre demnach zum Beispiel das Auge oder das Ohr. Alles das, was man sieht und hört, und ein Symbol für die innere Handlung, das Gehirn. Man kann das in der Regel sehr gut festmachen an einzelnen Stellen im Roman. Ist das jetzt gerade äußere Handlung oder innere Handlung? Wie gesagt, eigentlich ist das sehr einfach zu erkennen. Alles das, was von außen beobachtbar ist, ist die äußere Handlung. Alles das, was sich nur im Kopf einer Figur abspielt, ist die innere Handlung. So, und jetzt spiele ich mal weiter. Bis nachher. Ja, sorry Tobias, dass wir dich da gestört haben und danke für dieses wirklich großartig gestaltete Video. Was haben wir denn eigentlich in diesem Battle-Vibe, um mal wieder darauf zurückzukommen, so für Handlung? Innere Handlung, äußere Handlung? Hauptsächlich äußere Handlung. Der Erzähler formuliert das Innenleben der Figuren eher nur in Andeutungen und wenn in Andeutungen, dann nicht unbedingt in zuverlässigen Andeutungen. Also das ist eigentlich typisch für einen neutralen Erzähler, dass nur die äußere Handlung beschrieben wird. Und das zeigt so ein bisschen, wie unzuverlässig dieser Erzähler der eigentlich ist, wie wenig wir uns auf die Wirklichkeit verlassen können. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die Kleist nicht nur in dieser Novelle, sondern auch in seinen Dramen und so, bis heute so spannend und modern macht. Apropos Moderne. Ihr seht schon, ich habe das Logo oben ausgeblendet, dass es jetzt um äußere und innere Handlungen geht. Denn das wichtigste Format der Gattung Epik ist ja heutzutage der Roman. Und der Roman, wie wir ihn heute kennen, hatte seine erste große Blütezeit, jedenfalls in der deutschsprachigen Literatur, in der Zeit des Realismus. Deswegen habe ich Frauke Berndt gebeten, uns auch noch etwas über diese Epoche zu erzählen. Und ihr dürft euch auf wirklich interessante Ausführungen freuen. Realismus ist keine Epoche, sondern ein philosophischer Begriff, der die Wirklichkeit und ihre Darstellung umfasst. Literatur ist nicht realistisch, weil die dargestellten Personen oder Sachverhalte tatsächlich existieren, sondern sie ist realistisch, weil die Darstellung psychologischen oder gesellschaftlichen Strukturen entspricht, die nicht in direkter Weise empirisch zugänglich sind. Behandelt man den Realismus dennoch als Epoche, dann meint man den Zeitraum zwischen 1840 und 1890. Deshalb gibt es Überschneidungen mit den Epochen Vormärz und Naturalismus. Der Realismus hat unterschiedliche Attribute. Bürgerlich betont den gesellschaftspolitischen Hintergrund. Poetisch betont die literarische Tradition, zum Beispiel Gattungen. Ästhetisch betont den versteckten Symbolismus. Hinzufügen möchte ich die Erzählförmigkeit des Realismus, der für seine Zwecke vor allem auf Romane und Novellen setzt. Sie haben die Aufgabe, die sich im 19. Jahrhundert rasant entwickelnde Welt zu bewältigen. Poetischer Realismus ist moderne Therapie. Realismus ist etwas anderes als Klassik, aber vor allem etwas anderes als Naturalismus. Denn Realismus ist keine Widerspiegelung der Wirklichkeit. Deshalb bringt Otto Ludwig den Begriff poetischer Realismus ins Spiel. Theodor Fontane spricht von Verklärung der Wirklichkeit. Und Julius Schmidt weiß, dass die handgreifliche Realität Widerstand leistet. Doch wie stellt man solche psychologischen und gesellschaftlichen Strukturen her, damit sie realistisch wirken? Der französische Philosoph und Literaturkritiker Roland Barthes weiß wie. Romane und Novellen betreiben Luxus, indem sie möglichst viele unwesentliche Details darstellen. Da gibt es keinen Gegenstand, der nicht exzessiv beschrieben wird. Räume, Möbel, Kunstwerke, technische Geräte. Nicht zu vergessen die unendlichen und unendlich langweiligen Landschaftsbeschreibungen. Diese Details erzeugen eine referenzielle Illusion, weil man den Eindruck hat, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Die populärste Gattung des poetischen Realismus ist die Novelle. Novelle erscheinen in Zeitungen und Zeitschriften, sodass in dieser Zeit auch das Prinzip der Serie erfunden wird. Annette von Droste-Hülshoff gehört zu den wenigen Frauen in der realistischen Männerriege. Ihre Novelle Die Judenbuche bezeichnet sie als Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen.
Dort geht es unheimlich zu. Wir erleben gewalttätige Szenen von Inzest oder Mord aus der psychologischen Perspektive traumatisierter Figuren. Und einer hat es bestimmt nicht im Griff, der Erzähler, weil Droste-Hülshoff in ihrer unzuverlässigen Welt einfach alles verdoppelt. Zwei Mörder, zwei Täter, ja, es gibt sogar zwei Rechtssysteme. Die wichtigste Gattung des poetischen Realismus ist der Roman. Sie folgt dem Vorbild des Bildungsromans, den Goethe mit Wilhelm Meister geprägt hat. Gustav Freytag passt dieses Modell der Moderne an und schreibt einen Kaufmannsroman. Anton Wohlfahrts Bildungsweg führt uns von Ostdeutschland nach Polen. Der Erfolg seiner Entwicklung bemisst sich am wirtschaftlichen Erfolg und cleverer Heiratspolitik, eine doppelte Buchführung. Der Roman spiegelt nicht nur Kapitalismus und Kolonialismus der sogenannten Gründerzeit, sondern vor allem auch den verhängnisvollen Antisemitismus des deutschen Bürgertums. Auch der Schweizer Gottfried Keller verändert in den Jahren 1854-55 den Bildungsroman. Heinrich Lee ist der Held eines Künstlerromans. Er scheitert nicht nur als Maler, sondern hat auch mit den Frauen kein Glück. Er spaltet sie in kränkliche Mädchen und sinnliche Frauen auf, ohne dass es ihm gelingt, einen erwachsenen Ausgleich zwischen diesen Polen herzustellen. Am Ende der zweiten Romanfassung 1879-80 lebt Heinrich in einer sexfreien Beziehung mit der schönen Judith. In dieser melancholischen Entsagung werden die enormen Spannungen des Romans stillgestellt. Ein Highlight in Kellers Roman ist die Chroniknovelle vom Meerrettlein, in dem Keller dem perversen Verhältnis des Bürgertums zur weiblichen Sexualität ein Denkmal setzt. Ein pädophiler Pfarrer misshandelt ein kleines Mädchen, indem er es unter anderem als christliche Büßerin Maria Magdalena porträtieren lässt, mit Totenschädel und Rose in der Hand. Wie ein Tier ist Meret schließlich an den Misshandlungen gestorben, einsam und allein, in einem Grüblein, so sie in den Erdboden hineingewühlet, als ob sie hineinschlüpfen wollte. Zum Frauenroman verändert Theodor Fontane den Bildungsroman, davon hat er gleich mehrere geschrieben. Der bekannteste ist Effi Briest. In dem Roman wird Fontane zum Feministen. Er prangert nicht nur die gesellschaftlichen und moralischen Missstände an, sondern gleich eine ganze Kultur, in der Frauen lediglich Objekte sind. Der Roman ist Soap. Zwangsehe mit einem viel zu alten Mann, Affäre, Entdeckung, Duell, Trennung von den Kindern, Tod. Die humanste Figur im Roman ist ausgerechnet Innstettens Hund Rollo, mit dem Effi die letzte Zeit ihres Lebens verbringt. Die Romane des poetischen Realismus bieten großes Kino. Ich höre sie auch sehr gern als Hörbuch und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Abitur. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand das wirklich sehr, sehr erheiternd und augenöffnend. Letztes Mal hatte uns Frau Berndt ja schon mitgeteilt, dass die Aufklärung keine Epoche sei, sondern ein Projekt. Und diesmal haben wir gelernt unter anderem, dass der Realismus auch keine Epoche sei, sondern eine Art Therapie, nämlich für die Moderne. Wir haben weiter gelernt, dass es wahnsinnig viele unendlich langweilige Landschaftsbeschreibungen in den Romanen des Realismus gibt und dass Effi Briest, der Inhalt von Effi Briest, Soap sei. Ich bin hoch erfreut über diese Darstellung. Es macht mir richtig Spaß. Okay, wir machen direkt weiter mit einem nächsten Video. Wir müssen ja auch irgendwann zum Ende kommen. Das haben wir uns verdient sozusagen. Und auch diesmal darf ich euch wieder ein Schmankerl versprechen. Es ist das zweite Video in diesem Livestream von Tobias Hübner. Und es geht um epische Kleinformen. Hallo. Wissenschaftler lieben es ja, Dinge in Kategorien einzuteilen und so Ordnung in die Welt zu bringen. Und genauso geht es auch Literaturwissenschaftlern. Wenn sie sich die Millionen Werke der Epik anschauen, wächst das Bedürfnis, sie in Kategorien zu unterteilen. Und die einfachste Art und Weise, das zu machen, ist, auf die Länge zu schauen. Ist das Werk eher etwas umfangreicher oder etwas kürzer? Und mit diesen Kurzformen der Epik beschäftigt sich jetzt dieses Video, denn es geht um die Parabel, die Novelle und die Kurzgeschichte. Und wir fangen mal an mit der Parabel. Und zwar, weil es die schon auch in diesem Werk hier gibt. Das ist nämlich eine alte Bibel. Und da gibt es die Parabel vom verlorenen Sohn. Das ist eine Geschichte von einem Sohn, der seinen Vater verlässt
und das ganze Erbe verprasst und dann reumütig wieder zu seinem Vater zurückkehrt. Und das Ganze ist ja eine Parabel, denn natürlich, wie sollte es in der Bibel anders sein, der Vater ist natürlich Gott. Und es gibt einen sogenannten Tertium Comparationis, das heißt einen Schlüssel, mit dem der Leser das erschließen kann, worum es eigentlich in dieser Parabel geht. Und das ist auch das Hauptmerkmal einer Parabel. Wir haben auf der einen Seite eine Bildebene, das heißt die Geschichte, die erzählt wird, ein Tertium Comparationis, das heißt ein Schlüssel, bestimmte Eigenschaften einer Figur, die den Leser darauf schließen lassen, was ist damit eigentlich auf der Sachebene gemeint. Das ist in der Bibel noch relativ einfach zu erschließen. Bei modernen Formen der Parabel ist das etwas schwieriger. Kafka ist da ein gutes Beispiel. Die Parabel vom Torhüter, da gibt es einen Mann vom Lande, der zu einem Torhüter kommt und der bewacht das Gesetz. Und der Mann will Eintritt haben in das Gesetz, bekommt den aber nicht und wartet deshalb vor dem Tor, so lange, bis er ja kurz vorm Sterben ist. Und dann fragt er den Torhüter, sag mal, Torhüter, warum bin ich eigentlich der Einzige, der jemals hier durch diese Tür wollte? Ich habe nie irgendjemanden anders gesehen. Und der Torhüter sagt, diese Tür war nur für dich bestimmt und jetzt werde ich sie schließen. Und man liest diese Geschichte und sagt, oh, was ist damit gemeint mit dieser Parabel? Wer ist der Torhüter? Was ist das Gesetz? Wer ist dieser Mann vom Lande? Das heißt, da ist es schon sehr viel schwieriger zu erkennen, worum es in dieser Parabel eigentlich geht. Machen wir mal mit der nächsten Form weiter, nämlich mit der Novelle. Auch da kann man sich anhand des Wortes schon ganz gut erschließen, worum es geht, denn da steckt das lateinische Wort novus drin, nämlich neu. Goethe hat einmal sehr schön beschrieben, was eine Novelle ist, nämlich eine unerhörte Begebenheit, eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit. Bestes Beispiel für die Novelle ist das Decamerone von Boccaccio. Das sind verschiedene Novellen, die erzählt werden. Und an dieser Stelle der Hinweis, ihr müsst euch unbedingt das Video von der Falkennovelle anschauen von Sommers Weltliteratur to go. Das ist für mich eines der besten Videos überhaupt auf diesem Channel. Denn da wird nämlich auch ein Mann namens Paul Heise erwähnt, der ja sehr viel dafür getan hat, die Novelle zu definieren. Der sagt nämlich, in jeder Novelle gibt es eine Silhouette, also einen Umriss. Man kann also in wenigen Worten erzählen, worum es in dieser Novelle geht. Und es gibt ein Dingsymbol, ein Falken. Und er bezieht sich da explizit auf diese Falkennovelle. Das heißt, ein Symbol, also etwas, was diese Geschichte besonders macht. In einer Novelle wird übrigens nicht besonders viel Wert auf die Entfaltung eines Charakters gelegt. Der ist meistens schon relativ fertig in so einer Novelle. Interessant vielleicht an der Stelle, im Englischen heißt der Roman einfach nur Novel. Und die Novelle ist eine Short Novel. Das heißt, da sieht man schon sehr gut, dass diese beiden Gattungen sehr viel gemeinsam haben. Und das bringt uns jetzt auch zur dritten Gattung, nämlich der Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte ist nämlich kein kurzer Roman, sondern eine Kurzgeschichte bietet immer nur einen kurzen Ausschnitt der Wirklichkeit. Ernst Hemingway wird zugeschrieben, die kürzeste Kurzgeschichte aller Zeiten geschrieben zu haben. Die besteht nämlich nur aus 6 Worten. For sale, baby shoes, never worn. Auf Deutsch ist das sogar noch kürzer, da sind es nur 4 Worte. Zu verkaufen, Babyschuhe, ungetragen. Und da sieht man schon, das ist keine Geschichte, die erzählt wird. Es gibt keinen Anfang, es gibt keinen Schluss. Aber trotzdem gibt es eine Geschichte, die im Kopf des Lesers erzählt. Und das ist auch das Besondere einer Kurzgeschichte. Die ist in Deutschland vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden. Oder es wurden viele Kurzgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Wolfgang Borchardt ist da ein bekannter Autor. Und ja, das ist eigentlich das Hauptmerkmal so einer Kurzgeschichte. Es gibt keinen richtigen Anfang, keinen richtigen Schluss, aber dennoch wird eine Geschichte erzählt. Gut, ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter, diese verschiedenen Formen der Epik zu unterscheiden. Danke fürs Zuhören.
Wiederum vielen Dank, Tobias Hübner, für dieses großartige Video. Ich bin so beeindruckt von dieser riesigen Bibel. Und das andere, was echt creepy ist, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und dass Frauke Berndt die kleine Raupe Nimmersatt bei der Gestaltung der Zeit analysiert und dann kommt die da hinten wieder vor. Das ist so ein creepy Detail, das Kleist unbedingt aufgreifen würde in einer Novelle. Apropos Novelle, kommen wir noch einmal zum Battle Vibe von Locarno zurück. Ich habe ja schon gesagt, dass es sich dabei um eine Novelle handelt. Das ist die Form. Was ist denn das Unerhörte, die unerhörte Begebenheit, wie Goethe das ausgedrückt hat? Wahrscheinlich eher nicht der Tod der Bettlerin, der kommt jeden Tag vor, dass eine Bettlerin stirbt, sondern der Selbstmord des Marchese mit Niederbrennen des Schlosses. Denn darauf läuft alles hinaus und wir sehen sozusagen die Vorgeschichte davon hauptsächlich, bis das passiert. Ein richtiges Ding-Symbol, also einen Falken im Sinne von Paul Heyse, gibt es in dieser Novelle nicht. Es sei denn, wir nehmen den Spuk als Ding-Symbol, was besonders lustig ist, weil er ja nicht zu sehen ist. Also eigentlich ein akustisches Ding-Symbol, das Aufstehen, das Knistern des Strohs, das durchs Zimmer schlurfen, schlurf, tock und schließlich der Zusammenbruch unter Ächzen und Stöhnen. Das könnte man argumentativ, also könnte man vertreten, dass es sich dabei um das Ding-Symbol dieser Novelle handelt. So, wir haben jetzt zwar keine zusammenhängende Analyse und Interpretation von Das Battle Vibe von Locarno gemacht, aber den Werkzeugkasten richtig weit aufgeklappt, um an einem solchen Prosatext ranzugehen, um etwas dazu schreiben zu können in einer Prüfungssituation. Wichtig beim Arbeiten an epischen Text ist immer die Frage nach dem Erzähler, daran müsst ihr bitte denken. Aber wie ihr ansonsten eure Schwerpunkte setzt, also ob ihr euch eher mit Raum und Zeit oder eher mit der Struktur des Textes, mit der Komposition oder mit den Gattungsmerkmalen befasst, das liegt, wenn es nicht in der Aufgabenstellung steht, bei euch. Übrigens noch ein Wort zur Gattung. Diese drei epischen Kurzformen. Dass da Gattungsmerkmale eine Rolle spielen in einer Prüfung, das ist nicht unwahrscheinlich. Also, dass man jetzt was zur Gattung des Romans sagen muss, ist eher nicht so wahrscheinlich. Langform, da kommt ja sowieso dann, wenn nur ein kurzer Ausschnitt vor. Aber eine Kurzgeschichte kann auch in Gänze vorkommen, genauso wie eine Parabel oder eben eine Novelle. Ganz kurze Novelle hier wie bei Das Battle Vibe von Locarno. So. Jetzt sind wir erstmal mit Erzählen durch. Wenn ihr deswegen eingeschaltet habt, könnt ihr euch jetzt schon verabschieden. Aber ich habe noch ein Versprechen einzulösen. Ich wollte nämlich etwas erzählen zum Thema Sprache, weil das auch ein Thema des Deutschunterrichts ist und ein Thema, das in Abschlussprüfungen vorkommen kann. Jetzt habe ich Folgendes getan. Ich habe mir mal diese Überblickswerke angeguckt, von denen ich hier so einige habe. Abiturwissen, Prüfungswissen Deutsch, ne, von Cornelsen und von Stark und von Reklam. Und habe mir angeguckt, was gibt es denn da eigentlich für Überschriften zum Thema und unter dem Oberthema Sprache. Und da gibt es folgende Themen vor allem, die immer wieder auftauchen. Zum einen die Frage, die grundsätzliche Frage, was ist Sprache? Dann geht es um Kommunikationsmodelle, um Sprachgeschichte, Spracherwerb von Individuen, also wie Kinder Sprache erwerben. Und schließlich immer auch um das Thema Sprachvarietäten und Sprachwandel. Ich will jetzt nicht zu jedem einzelnen von diesen Themen ein Referat halten, das würde den Rahmen dieser Sendung jetzt echt sprengen, sondern ich möchte euch stattdessen ein paar Themenschwerpunkte nennen und die ganz kurz anreißen, mit denen ich mich beschäftigen würde, zu denen ich Lernkarten schreiben würde. Das ist meine Auswahl. Euer Lehrer, eure Lehrerin sieht das vielleicht ganz anders. Aber gerade beim Lernen ist ja oft die Frage, womit beschäftige ich mich, wo setze ich meinen Schwerpunkt? Und das sind jetzt mal meine Empfehlungen zu diesem Thema. Also, wir fangen an mit dem ersten dieser Themen, nämlich, was ist Sprache? Und da sage ich Folgendes dazu. Wir haben Johann Gottfried Herder beim letzten Livestream als Stürmer und Dränger kennengelernt. Wenn ihr nicht dabei wart, guckt einfach mal rein da. Ja? Das war so ein bisschen der Jedi-Meister von Goethe. Der schreibt 1772 eine Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Das war für so einen Wettbewerb. In dieser Abhandlung führt er aus, dass die menschliche Sprache deshalb etwas Besonderes sei, weil Vernunft und Sprache in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das war ziemlich bahnbrechend. Und deshalb, sagt er, ist die tierische Sprache auch nur so beschränkt. Für mich ist das deshalb ein so spannender Gedanke, weil er unmittelbar zu einer der wichtigsten sprachwissenschaftlichen Aussagen des 20. Jahrhunderts führt, nämlich der Sapir-Whorf-Hypothese.
Worf ist leider nicht der von der Enterprise, sondern die beiden sind Amerikaner. Der Sapir war der Lehrer und Worf war sein Schüler. Und ihre Hypothese besteht aus zwei Teilen. Nämlich erstens das Prinzip der sprachlichen Relativität. Da sagen sie, was wir erkennen können, was wir verstehen können, ist relativ. Es hängt nämlich davon ab, was für sprachliche Mittel wir haben. Das gängige Beispiel dafür wäre, die Inuit, also die Einwohner des Nordpolarkreises, kennen unglaublich viele Begriffe für Schnee, weil das ein wichtiger Teil ihres Lebensraumes ist. Bei uns gibt es nur drei unterschiedliche Begriffe, nämlich Pulverschnee, Pappschnee oder gelber Schnee. Aber die können viel mehr Arten von Schnee unterscheiden, weil sie Begriffe dafür haben. Das ist bei Fachsprachen auch so. Je besser ich mich mit etwas auskenne, desto mehr Sprache habe ich dafür auch zur Verfügung. Der zweite Teil dieser Hypothese ist das Prinzip des sprachlichen Determinismus. Was wir ausdrücken können, nicht nur was wir verstehen können, sondern was wir ausdrücken können, hängt von unserer Sprache und ihrer Struktur ab. Wenn es in meiner Sprache zum Beispiel keinen Konjunktiv gibt, keine Möglichkeitsform, dann ist alles so, wie es ist. Schreckliche Vorstellung, aber das gibt es tatsächlich in manchen Sprachen. Diese Hypothese, die Sapir-Whorf-Hypothese, ist wissenschaftlicher Ausdruck eines anderen berühmten Ausspruchs, nämlich von Martin Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Es hängt für uns Menschen alles von der Sprache ab. Deswegen mein Appell, geht pfleglich mit der Sprache um. Okay, das sind die drei Stichworte zum Thema Was ist Sprache, die ihr euch angucken solltet. Jetzt geht es um Kommunikationsmodelle und da verweise ich auch auf letzten Livestream, wo Christian Rühle, oder war es der erste Livestream, etwas zu Schulz von Thun gesagt hat. Friedemann Schulz von Thun, das berühmte Kommunikationsquadrat. Ja? Und mein wichtiges Stichwort ist Paul Watzlawick, der 5 Axiome zur menschlichen Kommunikation formuliert hat. Und diese lauten, ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist eine wichtige Aussage. Wann immer wir im selben Raum sind, dieselbe Luft atmen, kommunizieren wir auch einander, selbst wenn wir schweigen. Ja, nicht nur ein beredtes Schweigen, sondern generell. Kommunikation erschöpft sich nicht in dem, was wir verbal äußern. Zweitens, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Da überschneidet er sich mit Schulz von Thun, der ja auch über den Beziehungsaspekt von Kommunikation beispielsweise spricht. Drittes Axiom, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Also das bedingt sich gegenseitig, wenn wir miteinander kommunizieren. Viertens, menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, meint aber eigentlich nur, analog ist die verbale Äußerung und digital sind nonverbale und paraverbale Äußerungen. Also mein Aussehen, meine Gestik, meine Mimik und so weiter. Das meint er mit digital. Digitus heißt ja Zeigefinger, also das, was wir zeigen eben. Okay, 5. Axiom, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Wenn wir uns in einer symmetrischen Kommunikationssituation befinden, dann kommunizieren wir sozusagen auf Augenhöhe und haben beispielsweise einen gleichen Redeanteil. Wenn das nicht der Fall ist, wichtiges Thema für die Kommunikationsanalyse, für die Dialoganalyse in der Betrachtung von Dramen, dann deutet das auch auf ein Missverhältnis in der Macht unserer Beziehung hin. Okay, so viel in aller Kürze zu den Kommunikationsmodellen. Ich gucke mal gerade in den Chat, was da so aufgelaufen ist. Schulz von Thun, Watzlawick sollte jeder in der Schule gehört haben, das ist sinnvoll, okay. Watzlawick und Thun sind super wichtig für alle Lebenslagen, das ist so Schlüssel für Sprache und Kommunikation. Vielen Dank für die Bestätigung. Okay, gut, wir gehen noch einen Schritt weiter und gucken uns die wichtigsten Schritte der Sprachgeschichte an. Und das sind einfach die von der Sprachwissenschaft erarbeiteten, die Entwicklung unserer Sprache sozusagen. Wir gehen jetzt mal von unten nach oben. Unser gegenwärtiges Deutsch wird mehr oder weniger, natürlich mit Veränderungen, seit ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, also seit 1900, gesprochen. Das geht auch einher mit der Standardisierung der deutschen Sprache und Rechtschreibung, insbesondere durch Duden. Es war 1902 oder sowas, wo der erste Duden reichsweit zum Einsatz kam als verbindliches Nachschlagewerk und als Festlegung der Rechtschreibung.
Neuhochdeutsch gibt es etwa seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Vorher ist es zwar auch verständlich, ja, also hat dieselben Laute, aber es ist von der Grammatik her und vom Sprachgebrauch her doch teilweise noch sehr viel schwieriger zu verstehen. Deswegen nennt man das frühes Neuhochdeutsch ab etwa 1350 bis 1650. Das ist zum Beispiel Luther, der da geschrieben hat in dieser Zeit. Mittelhochdeutsch, das ist die Freude jedes Germanisten, denn das muss man an der Uni machen, ein bisschen Mittelhochdeutsch lernen. Das ist die Sprache des Nibelungenliedes, das ist die Sprache der Romane der mittelalterlichen und natürlich auch der Minnelyrik hier. Hartmann von Aue, Walter von der Vogelweide, wie sie alle heißen. Etwa 1050 bis 1350, analog zum Hochmittelalter, sagt man ja auch als geschichtliche Epoche. Althochdeutsch ist die älteste deutsche Sprachstufe, etwa 750 bis 1050, manche sagen auch 600 bis 1050. Also nach der Völkerwanderung setzen sich hier Leute fest im deutschen Sprachraum und die fangen an, eine frühe Art von Deutsch zu sprechen, die wir Althochdeutsch nennen. Da gibt es ganz wenige schriftliche Zeugnisse nur dafür und mündliche natürlich überhaupt keine. Okay. Davor kommt Germanisch. Man nennt es in der Sprachwissenschaft tatsächlich Proto-Germanisch. Ab etwa 1500 vor Christus bis etwa 500 nach Christus. Das Germanische ist Teil der indoeuropäischen Sprachfamilie und das Indoeuropäische wurde mutmaßlich gesprochen irgendwann in einem Zeitraum von circa 5000 vor Christus bis 1500 vor Christus, aber da wird es sehr, sehr ungenau mit der Datierung. Und innerhalb dieser indoeuropäischen Sprachfamilie lassen sich ganz viele Gemeinsamkeiten bei so basalen Wörtern feststellen, wie zum Beispiel die Wörter für die Verwandtschaftsverhältnisse, Bruder. Ja? Nicht nur bei so eng verwandten Sprachen wie Brother, Englisch und Bruder, Deutsch, sondern eben auch bei so eigentlich unterschiedlichen Sprachen wie Russisch und Deutsch. Bratj heißt es ja auf Russisch, Bruder. Und oder die Zahlwörter zum Beispiel, 1, 2, die sind auf Griechisch, auf Russisch, auf Portugiesisch, alle sehr, sehr ähnlich. Genau. So viel ganz grob zur Sprachgeschichte. Fragen dazu? Okay, keine Fragen dazu. Dann kommen wir zum Thema Spracherwerb. Da geht es also um den Spracherwerb von kleinen Kindern. Und da würde ich euch empfehlen, euch einfach mal so ein paar Meilensteine zu merken. Der erste Meilenstein ist natürlich, wann spricht ein Kind das erste Wort? Ungefähr mit einem Jahr. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß eigentlich jeder. 1 bis 1,5 Jahre. Natürlich differiert das individuelle Alter, wann die Kinder anfangen zu sprechen, von Person zu Person. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Das ist ein statistischer Mittelwert. Also Einortäußerungen sind natürlich sowas wie Mama, Papa, Auto, da. Ja? Vorher üben die Kinder Laute. Da, 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 ba, ba, ba. Sie versuchen einfach unterschiedliche Laute zu produzieren. Als nächster Schritt kommen Wortkombinationen. Sowas wie Auto put. Ja? Mein Auto ist kaputt. Stattdessen sagen die Kinder Auto put. Sie kombinieren einfach zwei wichtige Worte miteinander, statt einen Satz zu bilden. Das passiert im Alter von 1,5 bis 2 Jahren. Wo Lisa ist. Er ist noch kein vollständiger Satz, aber in diesem Falle eine Drei-Wort-Kombination. Er folgt auch in diesem Zeitraum ungefähr. Erste vollständige Sätze können wir im Alter von 2 bis 2,5 Jahren erwarten. Sowas wie Mone will nicht essen. Ja, das ist vielleicht noch nicht ganz richtig ausgesprochen, aber doch ein grammatisch vollständiger Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Schließlich Haupt- und Nebensatzkonstruktionen, Kombinationen im Alter von 3 bis 4 Jahren. Ja, ich habe Angst, weil da ein Hund ist. Zum Beispiel, ja, das ist also ich habe Angst, Hauptsatz und dann ein Nebensatz mit weil, machen die Kinder schon mit 4 bis 5 Jahren. Wie gesagt, die Entwicklung findet in unterschiedlichem Tempo statt, aber als Mittelwert kann man sich sowas merken. Das ist ganz wichtig. Das zum Spracherwerb. Ich weiß, es ist im Schweinsgalopp durch das Thema Sprache, aber ich will euch auch nicht endlos aufhalten. Schließlich ein mir sehr wichtiges Thema, nämlich Sprachvarietäten. Varietät, dieser Name, lässt schon erahnen, dass es um unterschiedliche Arten von etwas geht, nämlich von Sprache in diesem Fall. Was ist eine Sprachvarietät? Sie ist eine Untersprache, eine Sprache innerhalb der Sprache. Also der Oberbegriff Deutsch umfasst viele Untersprachen. Dazu gehört natürlich zum Beispiel die Standardsprache, wie sie im Duden festgelegt ist, wie sie der Tagesschausprecher spricht, wie sie Schauspieler zumindest in der Schauspielausbildung mal gelernt haben oder Sprecher in der Sprecherausbildung.
Dann gibt es, ich springe so ein bisschen hin und her, Dialekte und Regionalsprachen. Ich bin hier in Bayern beispielsweise, sehr stark ausgeprägter Dialekt, jedenfalls auf dem Land. Dialekte unterscheiden sich von der Standardsprache in der Lexik. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wörter für unterschiedliche Dinge. Semmel. Ja, hier kann man keine Brötchen kaufen, hier kann man nur Semmel kaufen beispielsweise in Bayern. In der Grammatik, der Hugo hat mich kaut, nicht gehauen als Partizip, sondern gehaut, anderes Partizip. Ja? Und andere grammatische Struktur, nee, das habe ich schon gesagt. Achso, und natürlich die Aussprache ist auch eine andere. Das sind die drei Unterschiede von Dialekten und Standardsprache. Regionalsprachen oder Regiolekte sind nicht ganz so geografisch festgelegt wie Dialekte. Bei Dialekten kann man das teilweise von Ort zu Ort, findet der Wechsel zum Beispiel vom bayerischen zum schwäbischen Sprachraum statt. So. Regiolekte sind ein bisschen weicher und haben nicht so viele Gemeinsamkeiten wie die Dialekte. Also das Rheinländische beispielsweise würde man als Regiolekt eher bezeichnen. Dann gibt es Umgangssprache, das sind die Abweichungen von der Standardsprache, die wir alle ständig machen. Ich hab's, ich bin's, ja, solche Verkürzungen beispielsweise. Fachsprachen, ganz klar. Mediziner haben ihre Fachsprache, die Juristen haben ihre Fachsprachen. Je komplizierter, desto besser. Das ist immer ein Zeichen von Professionalität. Das geht jedem Beruf so. Ja? Man hat ja für unterschiedliche Dinge bestimmte Fachausdrücke und dann verselbstständigt sich das manchmal auch ein bisschen und am Ende braucht man einen Übersetzer, wie zum Beispiel bei einem Gerichtsprozess. Okay, das Wort Idiolekt bezeichnet die je eigene Sprache eines Sprechers. Jeder von uns hat nicht nur einen Fingerabdruck, sondern auch einen sprachlichen Fingerabdruck, der sich dadurch ergibt, dass wir lernen. Ja, wenn man aufhört zu lernen, ist man tot und bis dahin sammelt man ganz viele Wörter an, die man auch wiederverwendet. Das hat mit den Einflüssen der Eltern zu tun, der Familie, der Ausbildung, einfach der Umgebung, in der man sich aufhält. Das färbt ab. Wenn ihr schon mal im Ausland wart, merkt ihr, dass ihr nach einer Weile komisch Deutsch sprecht, beispielsweise. Längere Zeit im Ausland meine ich natürlich. Genau, das ist der Idiolekt. Und schließlich, besonders interessant, Soziolekte. Soziolekte sind Gruppensprachen, zum Beispiel Jugendsprache. Jugendsprache ist nur für einen gegebenen Zeitraum aktuell eine bestimmte Sprache. Die verändert sich sehr, sehr schnell von Generation zu Generation, von Gruppe zu Gruppe. Denn es gilt ja immer, sich zu den Kindern hin abzugrenzen und zu den Erwachsenen hin abzugrenzen. Was heute noch cool ist, ist morgen sowas von öde und veraltet. Ich will jetzt kein Beispiel bringen, dann oute ich mich als sehr alter Mann. Anderes Beispiel für einen Soziolekt ist Kiezdeutsch, auch manchmal genannt Kanaksprak. Also es gibt da dieses Buch von Feridun Saimoglu, wo er das schildert und andere Untersuchungen auch wissenschaftlicher Art. Kiezdeutsch ist ein sogenannter Multiethnolekt. In großen Städten kommen viele unterschiedliche Muttersprachler zusammen, also Leute, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist, aber die dann Deutsch als Zweitsprache schon in der frühen Kindheit erwerben. Und diese anderen Sprachen färben Deutsch ein. Zum Beispiel, ich gehe Aldi, gehst du Aldi? So, ja, nicht zu Aldi oder ins Aldi, wie man sagen würde, wo ich herkomme, sondern gehst du Aldi. Das sind ganz normale Veränderungen der Sprache, die durch diese Einflüsse, den Kontakt mit anderen Sprachen entstehen. Manchmal nimmt man das als störend wahr oder als Verunreinigung der Sprache, aber das passiert ständig, das ist auch immer passiert. Ja? Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge aus Schlesien kamen, haben sie auch die Dialekte in den Dörfern, in denen sie gesiedelt haben oder in den Städten, verändert, selbstverständlich. Ja? Und davor waren es Einflüsse aus anderen Regionen, aus anderen Sprachen, aus dem Französischen, aus dem Englischen. Aus dem Englischen im Rahmen der medialen Revolution, die wir so in den letzten 30 Jahren erlebt haben, sind natürlich wahnsinnig viele englische Begriffe ins Deutsche gekommen, für die es noch gar kein deutsches Äquivalent gibt. Zum Beispiel, ich habe den Post geliked. Übersetzt das mal auf Deutsch. Sehr schwierig, ja? Gibt es nur auf Englisch. So. Eine Sache wäre mir ganz wichtig, abschließend zu diesem Thema Sprachvarietäten. Leute sprechen, wie sie sprechen, aus guten Gründen. Keine Sprache ist wertvoller als die andere Sprache. Standarddeutsch ist nicht mehr wert als ein Dialekt oder als ein Ethnolekt. Leute sprechen, wie sie sprechen, weil sie so aufgewachsen sind, weil das ihre Sprache ist. Und ich sage das immer meinen Erziehern, ich bin ja in der Erzieherausbildung tätig. Wenn ihr einem Elternteil begegnet, das so richtig krass drauf ist, voll der Checker oder sowas, dann die sprechen ja nicht so, weil sie gerne wollen, dass andere Leute sich über sie lustig machen, sondern weil das ihre Sprache ist.
weil das zu ihrer Identität gehört. Und Leuten dann ihre Identität wegnehmen zu wollen und sich drüber zu stellen und von oben drauf runter zu gucken, ist ziemlich arrogant, um es mal so zu sagen. Das also ganz kurz zum Thema Sprachvarietäten. So, jetzt gucke ich noch einmal, was es für Kommentare zu diesem Thema gibt. Wozu gehören Anglizismen? Ja, also das ist eben Sprachwandel, Sprachveränderung, ganz wichtig. Ach, ich gehe noch weiter zurück. Ja. Beispielsatz für alle Epochen wäre cool. Okay, denke ich mir aus, liefere ich nach Beispielsätze für andere. Okay. Sprache ist mega komplex, klar. Okay, Sprache lebt von Entwicklung, kulturelle Einflüsse. 16. Jahrhundert hat sich das Niederländisch vom Deutschen abgespalten, okay, weil sie die Reform von 1650 nicht mitgemacht haben, ebenso wie das Plattdeutsche. Ja, das ist sicherlich richtig. Englische Einflüsse. Wenn Kinder diese Laute ausprobieren, okay. Swag, richtig. Ich habe dem Post eine Gefällt-mir-Angabe gegeben. Ja, und was ist mit Post? Okay. Ich bin deinem Beitrag wohlgesonnen und habe ihn mit Beifall aufgenommen. Vielen Dank, Octavianus, für die Übersetzung. Okay. Prima. Ich danke euch. Wir sind am Ende unseres heutigen langen Livestreams. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein, für eure Beteiligung, für eure sogar Quizbeteiligung. Es hat jemand gewonnen. Ich danke natürlich meinen Mitgestaltern. Christian Rühle, Tobias Hübner, Frauke Berndt, Patrick Bäumel mit einem Applaus. Und zum Schluss danke ich natürlich meinem Playmobil-Ensemble. Jetzt, liebe Gemeinde, sind erstmal Osterferien und die haben wir uns redlich verdient. Natürlich sind bei Weitem noch nicht alle Themen für die Abi-Vorbereitung abgegrast sozusagen. Da gibt es noch viel zu tun, aber wann der nächste Livestream kommen wird, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Es ist so viel zu tun noch. Ich melde mich wieder in Bezug darauf. Okay, vielen Dank euch, macht's gut und bleibt gesund. Live long and prosper.